Meine lieben Hexen und Hacker, herzlich willkommen hier im Hacking Space Siegen in diesem wunderschönen Abend. Es folgt ein Vortrag. Ja, Applaus darf ruhig sein. Das ist ein wunderbarer Hacking Space hier. Es folgt ein Vortrag über das Post-Privacy-Thema. Ein interessantes Thema. Ein spaltendes Thema, auch hier im Hacking Space Siegen. Der Vortragende ist uns allen bekannt. Ich möchte ihn trotzdem kurz mal vorstellen. Er hat heute Geburtstag. Er wird 19¾ Jahre alt. Tun wir es. Er ist bekannt in der Hacking-Szene wie auch bei der Frauenwelt. Ein echter Schwerenöter. Er kommt eigentlich aus der Aluhüte-Welt. Hat dann mit Hybris über das eine oder andere gesprochen. Noch als er diesen Vortrag vorbereitet hat. Und mir hat er spoilern lassen, dass das Ende offen ist. Ich befürchte eventuell, dass er von Aluhut zu Post-Privacy-Mensch gedreht wurde. Aber nachdem ich ihn gerade noch gesehen habe, wie er den Vortrag tippt, befürchte ich, dass der Vortrag noch gar nicht fertig ist und das Ende deswegen offen. Unter einem tosenden und tumultartigen Applaus übergebe ich dir, mein lieber Prokrastinus. Vielen Dank für diese wunderbare Einführung. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen für mich selbst entstanden, weil das eigentlich ein Thema ist, wie Nanook schon gesagt hat, ich bin Aluhut, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber eigentlich eher Privatsphären- oder Datenschutz-Befürworter. Lauter! Gebt mir mein Mikrofon. Ja, aber ich habe eigentlich nie wirklich so einen Punkt finden können, wo ich jetzt das Totschlagargument gegen die Post-Privacy-Bewegung gehabt hätte. Und eigentlich, damit man bei so einem Thema eine Haltung haben kann, muss man die erstmal entwickeln und sich dazu informieren und das habe ich mit dem Vortrag hier ein bisschen versucht. Ich bin bei weitem natürlich nicht fertig geworden, deswegen will ich auch keine endgültige Aussage treffen und eigentlich nur so ein paar Gedanken, Argumente gegenüberstellen. Ja, leg ich mal los. Also ich habe ein bisschen provokant angefangen. Post-Privacy. Pro-Privacy. Wow. Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass man erstmal klarstellt, worum geht's überhaupt, also was ist Privatsphäre, weil da ziemlich viel Unklarheit besteht. Laut Wikitionary, grundsätzlich geschütztes persönliches Lebensumfeld, was auch immer das jetzt heißen soll, wird da auch als Synonym zum Privatleben bezeichnet. Ja, also dass der Lebensbereich jetzt im privaten Bereich abspielt, außerhalb von Beruf oder Öffentlichkeit. Wikipedia sagt, dass der Bereich ist, der unbehelligt von äußeren Einflüssen sein muss. Und besonders wichtig, wo die freie Entfaltung der Persönlichkeit stattfindet. Ja, rechtlich wird das in Deutschland aus dem Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 aus dem Grundgesetz hergeleitet. Das Ganze nennt sich dann allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das ist nicht explizit erwähnt. Die Artikel sind ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und der zweite, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Das enthält natürlich überhaupt keine Aussage über Privatsphäre. Man kann halt auf die Geschichte von Gerichtsprozessen und Urteilen zurückblicken, die das Ganze immer mehr konkretisiert haben. Und heutzutage leitet man halt im Prinzip daraus die Privatsphäre ab. Noch was zum Persönlichkeitsrecht. Das muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal. Da ist auch explizit der Blick auf die zukünftigen Entwicklungen
mit eingebunden, dass auch bei zukünftigen Entwicklungen der Schutz der Persönlichkeit gewährleistet werden muss. Ja, das Ganze wird in der Regel getrennt in verschiedene Sphären. Das ist einmal die Öffentlichkeitssphäre, die Sozialsphäre, die Privatsphäre und die Intimsphäre. In der Reihenfolge gestaffelt nach dem Schutz, der ihnen zukommt. Die Öffentlichkeitssphäre ist alles, was irgendwie öffentliche Äußerungen betrifft und explizit bewusste Zuwendungen der Öffentlichkeit. Sprich, alles, was irgendwie Veröffentlichungen, Bücher, Zeitschriften, TV und so weiter. Also bewusstes Auftreten der Öffentlichkeit. Die Sozialsphäre, wie der Begriff sagt, ist das, wo der Mensch quasi sein soziales Leben auslebt. Politik, Beruf, ehrenamtliche Tätigkeit. Ja, Uni wahrscheinlich noch. Solche Dinge. Die Privatsphäre, der wichtige Teil, ist einmal räumlich definiert. Halt der häusliche Bereich, die Familie. Aber auch das Privatleben, wieder so eine Kreisdefinition. Privatleben ist Privatsphäre und Privatsphäre beinhaltet Privatleben. Private Sachverhalte habe ich mir dazu genommen. Freundeskreis, ja. Und dann kommt noch die Intimsphäre. Das ist so der engste Bereich, dazu gehört Sexualität, Gedanken, Gefühle. Ich würde auch intime Kommunikation dazu zählen. Zu den engsten Freundeskreis. Durch den Sex. Oh nein, wir sind Kinder. Und du lachst auch noch. Wie gut, dass wir alle eine gesunde Reife erreicht haben. Ja, der Alex Show ist schon ziemlich witzig. Ja, dazu würde zum Beispiel ein Tagebuch zählen. Und das ist der Bereich, der gesetzlich immer geschützt ist und dem nicht eingegriffen werden darf. Soweit ich das verstehe, in keinem Fall. Wie? Also dürfte man gerichtlich auch ein Tagebuch nicht machen? Soweit ich weiß nicht, ne? Ja, dann kann man das. Achso, Diskussion am Ende, ne? Mhm. Naja, aber das ist, also so verstehe ich die Definition. Privatsphäre darf auch in der Regel nicht eingegriffen werden, nur durch ein Gesetz. Und nur in besonderen schweren Fällen. Aber da muss, da ist ein Richtervorbehalt vorgeschaltet. Was zählt denn zu intimer Kommunikation zum Beispiel? Ja, was du zum Beispiel deiner Freundin im Bett erzählst oder keine Ahnung, Informationen über deine Geschlechtskrankheiten, was weiß ich. Ach so, also ja, das für euch beide. Im praktischen Fall wird es so gehandhabt, dass zum Beispiel bei einer Abhöraktion im Schlafzimmer üblicherweise ausgeschaltet werden muss, sobald das Gespräch einen gewissen Intimitätsgrad erreicht hat. Wer wurde auf Vokale drunter geknüpft oder was? Gibt schon gewisseren, ne, der Richtervorbehalt sagt dann, dass das dann abgeschaltet werden muss. Aber das die Aufnahme oder das Abhören? Auch die Aufnahme. Das Abhören nicht, der muss heute abhören. Und im Zweifelsfall wird nur aufgenommen und ein Richter muss sich das anhören und nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall der am stärksten geschützte Bereich, in den nur in ganz, ganz schweren Fällen, wenn überhaupt, eingegriffen werden darf. Gibt es da auch so Arztzeug oder dazu eigentlich? Da gehe ich von aus. Ich weiß es auch nicht. Wer definiert diese Fälle? Das ist, wie gesagt, das ist Gewohnheitsrecht. Das ist, wird von Fall zu Fall entschieden und die Summe der Gerichtsbeschlüsse bildet quasi die Rechtsgrundlage, auf die sich bezogen wird. Also halt nirgendwo explizit wirklich vermerkt, aber es ist halt der gesellschaftliche und juristische Konsens. Also das heißt, es existiert quasi gar nicht. Man könnte, das wenn ist, man will, ist trotzdem gegen. Wenn sich der gesellschaftliche Konsens dahingehend ändern würde, dass man jetzt was völlig anderes darunter verstehen würde, dann würde wirklich nur der gesetzliche Wortlaut als Basis übrig bleiben. Also dann, wenn du wirklich explizit im Wortlaut gegen das Grundgesetz verstößt zum Beispiel, da ist der Fall klar. Alles andere wird halt im Einzelfall entschieden. Aber so ist halt das System und es funktioniert relativ gut. Also natürlich ist da der gesellschaftliche Konsens und die
die juristische Meinung ausschlaggebend. Aber das ist, wenn man theoretisch eine Schmutzkampagne gegen jemanden haben will, dann sagen wir, wir haben zwar das im Team aufgenommen, aber er ist ein Verbrecher, das darf ihn nicht schützen, dann zählt das gar nicht, den Dienstlehrer. Das wird in der Regel zählen. Also das... Ich glaube nicht, dass im aktuellen politischen und juristischen Klima so ein Eingriff in die Intimsphäre möglich wäre. Aber es ist, wie gesagt, das ist, am Ende entscheidet der Richter. Das wird zumindest von der Polizeigewerkschaft gefordert, weil da nämlich immer das Argument kommt, ja, dann schreiben die Terroristen ihre Pläne halt ins Tagebuch. Ja, natürlich, es ist immer, das ist die gesellschaftliche Debatte, also das ist, ist nichts Festes, aber ja. Im Zweifel kann das ein Richter immer angucken und dann den Ermittlern die Teile geben, die er für nicht intim hält. Okay. Ne? Also ein Richter, der das entscheiden muss, ob das intim ist oder nicht, kann das natürlich lesen. Also die Tätowierungen zählen demnächst auch nicht mehr. Das könnte auch ein Bombenplan. So, weiter im Text. Wollen wir direkt alle Sonderfälle direkt jetzt ausdiskutieren? Ja, ich muss mich ein bisschen ranhalten, weil ich habe echt viel. Mhm. Ach so, oh. Ja, also wie gesagt, Diskussion bitte ans Ende. Hier für die Debatte ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ob es jetzt explizit um Intimsphäre oder Privatsphäre geht, weil es sowieso verschwimmt am Rand und kommen wir später drauf. Für die meisten Argumente kann man das eigentlich synonym verwenden. Das ist erstmal die Frage, was gehört alles zur Privatsphäre? Persönliche Daten, körperliche Merkmale, persönliche Beziehungen, private Kommunikation, situative Informationen, also mein aktueller Aufenthaltsort. Das ist, wie ich das sehe. Ganz kurz, körperliche Merkmale, die stehen auch in Pass- oder Ausweisbrennen. Ja. Also ist das keine Privatsphäre? Doch, das würde ich dazu zählen. Aber alle Behörden können sich meinen Pass angucken. Also ist das nicht mehr ja, es ist ja keine, es ist ja keine klare, feste Definition. Es ist ein fließender, absolut fließender Übergang. Aber es ist auch nicht relevant. Kannst du da drauf schreiben, was du für Fragen hast, die am Ende stellen? Genau, bitte mach das. Ich habe hier mal so ein Mindmap gemacht, was ich finde, was alles dazugehört. Also Kommunikation als mögliche. Im Prinzip alles das an Informationen, was man irgendwie abgreifen oder über jemanden erhalten kann. Ist nicht vollständig natürlich. Ja, dann kommt dazu noch die informationelle Selbstbestimmung. Die ist meines Wissens nach der Volkszählung 87 was. Festgelegt worden, dass das Recht des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen, was vorher eigentlich noch nicht so relevant und auch nicht festgelegt war, aber das ist heute eigentlich intuitiv klar und eigentlich Konsens, dass zumindest theoretisch jede Person über ihr den Verbleib und die Nutzung ihrer Personendaten bestimmen können soll. Kann man auch schön zusammenfassen im Englischen, right to be forgotten. Also, ja. So. Enter the Internet. Whee! Smart World? The Internet! Das funktioniert noch. It is for porn. Ja, eigentlich nicht Internet, sondern Digitalisierung insgesamt. Dass die Effekte wären wahrscheinlich auch ohne das Internet weitgehend vorhanden. Ja, was ist passiert? Wir haben zunehmende Vernetzung von technischen Geräten, von Informationen, im Prinzip von allem. Wir haben fortschreitende Automatisierung, immer bessere Algorithmen, die mit Informationen umgehen können, bessere Techniken, die automatisiert werden können. Wir haben Beschleunigung des Ganzen. Wir haben Convergence of Technology, sprich die ganzen Technologien, die es so gibt und gab, laufen immer mehr zusammen. Früher gab es noch eine Faxmaschine und ein Telefon und einen Drucker und Briefpost. Heute läuft es alles über das Internet und ist alles auf der Informationsebene kompatibel und kann auf gleiche Weise ausgewertet werden. Dazu kommen die Economies of Scale. Das Ganze ist in der Bevölkerung angekommen und hat sich massiv verbreitet. Das hat die Kosten enorm gedrückt. Und wie wir alle wissen, hat das zur Folge, dass immer mehr Daten, die immer besser vernetzt sind, die zunehmend besser automatisiert verknüpft und verarbeitet werden können. Und das zu immer geringeren Kosten.
Das hat ein paar Folgen. Für mich ganz wichtig die Umkehrung des Default-Zustands. Sprich, früher war es so, dass wer in die Öffentlichkeit wollte, sich dafür anstrengen musste und musste finanzielle Mittel in die Hand nehmen, um vielleicht eine Veröffentlichung zu schreiben oder einen Leserbrief in eine Zeitung zu bringen oder im Fernsehen aufzutauchen, was weiß ich. Es war mühsam und die Privatsphäre als groben Begriff war so der Default. Heutzutage ist es eher andersrum. Man muss sich bemühen, dass Informationen nicht publik werden und die Öffentlichkeit ist sehr, sehr leicht zu erreichen. Man braucht nur irgendwie sich auf Facebook-Account zu klicken oder irgendwo einen Blog aufzumachen und dann ist man schon in der Öffentlichkeit. Die Aussage. Eloquentere Daten, das ist auch wichtig. Durch die Vernetzung und die schiere Masse an Daten ist die Aussagekraft von Daten wesentlich größer geworden. Also, und zwar so weit, dass man als intuitiv kein Verständnis mehr dafür hat, was Daten, die man über sich veröffentlicht, jetzt wirklich aussagen. Und wie die mit anderen Daten in Verbindung gebracht werden können und was für ein Gesamtbild daraus entsteht. Und die Data Mining Algorithmen zielen genau darauf ab, dass möglichst viele Verbindungen zwischen verschiedenen Datensätzen zu finden und daraus Informationen zu generieren. Da gab es auch so ein schönes Beispiel, relativ simpel noch und nachzuvollziehen. Wenn ich jetzt mit einem Freund unterwegs bin und schreibe das auf Twitter, ich bin jetzt gerade in der Stadt unterwegs und dann 5 Minuten später checke ich irgendwo bei Foursquare ein, schreibe vielleicht auf Twitter den Namen des Freundes, aber als Außenstehender, als Person, die ich jetzt im Twitter-Feed verfolge, weiß ich jetzt nicht, wo der Mensch genau ist. Aber weil der auf Foursquare eingecheckt hat und vielleicht der Freund auch auf Foursquare eingecheckt hat, an dem gleichen Ort, versteht eine Verbindung, dass der Freund jetzt auf einmal auch da ist. Und dass ich mit dem Freund an diesem Ort unterwegs bin. Das heißt, eine Information, die eigentlich nirgendwo explizit genannt wurde, nämlich, dass die Person da vor Ort ist, wurde über, in dem Fall, einen einfachen Umweg gewonnen. Aber diese Anzahl von Umwegen ist im Prinzip heutzutage beliebig. Also das einen Schritt, zwei Schritte kann man vielleicht noch intuitiv nachvollziehen. Irgendwann geht das nicht mehr. Und man kann es vor allem nicht vorher abschätzen. Wie ich gesagt habe, Einschätzung von relevanten Daten, Relevanz von Daten, das wird immer komplexer. Dazu kommt natürlich die mangelnde Medienkompetenz. Alles ist noch ein relativ neues Medium, auch wenn es sich sehr schnell und viel entwickelt hat. Sprich, die allermeisten Menschen gehen damit eher unreflektiert um. Dazu kommen so Sachen wie Datenlecks, weil es immer mehr Informationen gibt, die immer leichter und billiger zu verarbeiten und zu verwalten sind, wird auch die Sicherheit immer im Verhältnis zu zum Nutzen immer teurer und unwichtiger und die ganze Sache wird einfach unübersichtlicher und unkontrollierbarer. Dann dazu kommt Überwachung. Die automatisierte Verarbeitung von Daten ist Mittel der Wahl geworden. Es ist einfach zu billig und zu effizient, als dass man es nicht nutzen könnte. Deswegen die Forderung. Viele neue Märkte kommen dazu. Die Bekannten sind Firmen wie Facebook, Google und so weiter. Weniger offensichtlich sind Sachen wie Botnetzbetreiber, die davon leben, Daten zu sammeln, Data-Mining-Firmen und so weiter. Also ein riesen neuer Markt, der das Ganze mit Druck vorantreibt, mit viel Finanzkraft. Da muss man doch was tun. Muss die Regierung dann was tun?
Genau, die Regierung. Das ist ja der, so der Stammtischspruch. Das Ganze nennt sich den Datenschutz. Es gibt das Datenschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes ist, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Das Persönlichkeitsrecht hatten wir eben abgeleitet aus dem Grundgesetz. Das zu schützen ist quasi Aufgabe des Datenschutzes. Man hat da ein paar Rechte, die in dem Gesetz festgelegt sind. Einmal das Auskunftsrecht, also das Recht, Auskunft darüber zu bekommen, welche personenbezogenen Daten über einen gespeichert sind. Das wird eingeschränkt in Sonderfällen und man hat nicht das absolute Recht dazu, ist aber mal egal. Man hat das Recht, Auskunft darüber zu erlangen, woher diese Daten stammen und wie die zu ihrem aktuellen Ort gekommen sind und was der Verwendungszweck dafür ist. Man hat das Recht auf die Berichtigung falscher Daten, ist logisch. Man darf sie auch, man darf verlangen, dass sie gelöscht werden, aber hat, soweit ich weiß, auch da kein ausdrückliches Recht. Und man hat das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz über wahrgenommenen Datenmissbrauch oder Verletzung des Bundesdatenschutzgesetzes zu beschweren. Heißt implizit, so wird es auch oft verstanden, Schutz des Bürgers vor der Staatsgewalt, vor dem Staat, vor Überwachung, Schutz vor Unternehmen und die Trennung dieser Sphären, also explizit die Trennung der Öffentlichkeitssphäre von der Privatsphäre. Aber das Ganze läuft momentan eher auf der Basis von Schutz von Technologien, sprich Briefpost, Telefon, die alten Medien und nicht so sehr auf Prinzipienebene. Und die Frage, was jetzt welchen Grad an Schutz genießt, ist sehr schwer zu beantworten und lässt sich auch nicht so leicht definieren. Also die E-Mail ist jetzt genauso geschützt wie ein Brief. Gilt das auch für die SMS? Gilt das auch für die Twitter-Nachricht? Der Übergang zur Öffentlichkeit ist da fließend und dementsprechend unwirksam auch das Datenschutzgesetz. Ist auch die Gesetzgebung ist auch notorisch langsam. Weil wir eine Beschleunigung in der technischen Entwicklung haben, kommt die natürlich immer weniger hinterher und ist auch nicht sehr schlagkräftig, weil einfach die Finanzinstrumente derjenigen, die Entwicklung vorantreiben, viel effizienter sind als die Datenschutzbehörden, die immer gegen Widerstand arbeiten müssen. Das ist so der Punkt, an dem Post-Privacy ansetzt. So der Status quo. Kommen wir zu Post-Privacy. Müssen wir auch erstmal definieren. Das ist alles andere als leicht. Es gibt keine einheitlichen Definition. Jeder hat da eine andere Meinung zu, jeder stellt sich was anderes vor. Ein paar Sachen habe ich mal aufgeschrieben. Ende der Privatsphäre, Auflösung des Datenschutzes, keine Geheimnisse der Gesellschaft vor sich selbst, also eine offene Gesellschaft. Die These ist, dass informationelle Selbstbestimmung überholtes Konzept ist, sicherlich auch weitgehend richtig. Eigentlich heißt es das, was nach der Privatheit kommt. Was auch immer das genau ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten. Ich habe einfach mal eine große Sammlung gemacht, die ein bisschen sortiert. Vieles davon habe ich einfach nur aufgeschnappt. Einiges ist mein eigenes Verständnis. Ein paar Zitate habe ich dabei. Einmal geht es um gesellschaftliche Missstände. Die Theorie ist, dass mehr Offenheit zu weniger Diskriminierung führt. Dass private Räume benutzt werden können oder in der Vergangenheit zum Verdecken von Missständen, zum Beispiel Vergewaltigung in der Familie oder was weiß ich, verwendet wurden. Mehr Offenheit bietet oder sorgt für weniger Repressionsmöglichkeiten. Die Theorie Anonymität führt zu Diskriminierung, ist auch weit verbreitet. Die Idee dahinter ist quasi, dass wenn Leute jetzt im Internet anonym agieren können, lassen die Sau raus und diskriminieren, was das Zeug hält und zügeln sich kein bisschen.
Man will die Öffentlichkeit an sich verändern, die Öffentlichkeit konfrontieren mit Sachverhalten, die bislang eher im Privaten stattgefunden haben, zum Beispiel Homosexualität in der Vergangenheit, wie gesagt, Gewalt in der Familie, die Frauenbewegung ist dazu zu zählen, ja, eine ganze Reihe von Dingen, die nicht im öffentlichen Diskurs gelandet wären, wenn nicht irgendjemand den Schritt gemacht hätte, aus dem Privaten ins Öffentliche zu treten und Probleme öffentlich anzusprechen. Ja, es gibt auch eine verbreitete Datenschutzkritik, dass der Datenschutz versucht, den Status quo einzufrieren und damit gesellschaftliche Veränderungen, die möglicherweise notwendig sind oder die unaufhaltsam sind, bremst oder ganz verhindert. Was natürlich nicht immer als gut zu bewerten ist. Dann gibt es das Argument der Vernetzung. Offenheit schafft viele Anknüpfungspunkte. Man kann gemeinsame Interessen finden. Man kann Aufenthaltsorte von Menschen finden. Zum Beispiel Couchsurfing, wo man sagt, ich habe ein Bett zur Verfügung und da wohne ich. Kannst vorbeikommen. Ja, überhaupt die Vernetzungsmöglichkeiten. Weil das Internet so gut vernetzt ist, übertragen sich diese Möglichkeiten natürlich auch den Einzelnen, der sich öffentlich präsentiert. Es soll den Erkenntnisprozess fördern, man wird mehr konfrontiert mit anderen Meinungen, man wird mehr zu Reflexionen über seine eigene Meinung angeregt. Ja, den Tod überwinden ist eine interessante Sache. Facebook-Profile gehen nach dem Tod nicht weg. Informationen, die man veröffentlicht hat, bleiben in der Regel da. Das heißt, man kann sehr viel mehr als vor dem Internet die Persönlichkeit von jemandem Verstorbenen noch erleben. Ja, und eigentlich ist die Aussage, dass Öffentlichkeit nicht wehtut, sondern eigentlich eher Vorteile mit sich bringt. Dann gibt es dabei noch eine moralische Perspektive. Die sind festgehalten, so in, also was Daten angeht, Bewegungsfreiheit von Daten. Die sind so ein bisschen in den Konzepten der Data Love festgehalten. Ja, mehr Transparenz ist gut, es schafft Freiheit. Groß angelegte Datenanalyse, viele Daten können viele positive Effekte haben, was weiß ich, in der medizinischen Forschung, Verhaltensforschung, was weiß ich, alles Mögliche. Und eigentlich soll jeder die Grenze zwischen Soziosphäre und Privatsphäre selber festlegen können und auch selber festlegen. Das ist natürlich impliziert, weil wenn man diese Festlegung nicht wahrnimmt, dann wird sie für einen getroffen und man entmündigt sich quasi selber. Dann ein anderes Argument ist das Herausbilden des Selbst. Die Idee ist dabei, dass das Selbst, die eigene Persönlichkeit, der ganze Charakter, eigentlich nur in der Gesellschaft, in der offenen Gesellschaft und in der Kommunikation mit anderen entstehen kann. Dass jemand, der komplett im Privaten und Verborgenen lebt, überhaupt nicht in der Lage ist, aufgrund der Ermangelung von äußeren Einflüssen, überhaupt einen Charakter und ein Selbst auszubilden. Dann das Argument ist, man muss keine Rollenspiele mehr spielen. Wenn man privat sein will und die Trennung der Sphären aufrechterhalten will, ist man immer gezwungen, verschiedene Rollen einzunehmen. Einmal ist man der Angestellte in der Firma, einmal ist man der Kollege, dann ist man der Familienmensch, dann ist man der Vereinspartner im Verein und so weiter. Alles Sphären, die man bislang immer getrennt halten musste, was anstrengend ist, wenn man bewusst auf diese Trennung besteht. Man muss das ständig im Hinterkopf haben. Darf ich jetzt irgendwie über das eine Thema in dem Personenkreis sprechen? Darf ich über meinen Chef lästern, wenn ich in der Kneipe sitze, wenn da möglicherweise ein Verwandter von dem Chef dabei ist? Solche Fragen. Wenn man Post-Privacy quasi lebt, muss man das nicht mehr. Man hat nur noch eine Persönlichkeit, die im öffentlichen Licht steht. Ja, wenn man das Ganze freiwillig macht, nimmt man potenziellen Angreifern ein bisschen den Wind aus den Segeln. Sachen, die möglicherweise als peinlich oder so eingestuft werden, dass man sie lieber nicht öffentlich weiß,
wenn man sie da veröffentlicht, hat man erstmal eine Konfrontation damit. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss sich damit abfinden. Aber man verhindert, dass diese Information gegen einen verwendet werden kann. Weil sie ist ja schon öffentlich. Das ist quasi eine Vorwärtsverteidigung. Dann gibt es noch das, das haben MS Pro und Plom. In der CE-Folge zu Privatsphäre sehr stark argumentiert, dass die Privatsphäre oder das Private eigentlich eher was ist, was dem öffentlichen Diskurs, was dem demokratischen Diskurs vor allem, abträglich ist. Also demokratischer Diskurs kann immer nur in der Öffentlichkeit stattfinden. Auch die Herkunft vom Begriff Republik, die Res Publica, die Sache des Volkes, oder die öffentliche Sache. Wenn man jetzt historisch rangehen würde, wird man darauf kommen, dass zur Zeit der Römischen Republik sowas wie Privatsphäre, wie wir es heute kennen, eigentlich überhaupt nicht vorhanden war und auch nicht relevant war. Im Dritten Reich auch nicht. Privatheit. Ja, ja. Ja, also beziehungsweise ist eigentlich eher die Argumentation, dass gerade in der Entstehungsphase des Dritten Reichs oder überhaupt von totalitären Systemen zu viel Privatheit gelebt wurde. Dass eigentlich das, was man herkömmlich in der Öffentlichkeit lebt, seine Persönlichkeit, seine sexuellen Ausprägungen, seine Religiosität, seine Glaubensrichtung und so weiter, dass man die auf einmal nicht mehr in der Öffentlichkeit trägt, weil man Angst vor Verfolgung hat und das in das Private hineinzieht, damit aber auch den öffentlichen Diskurs einschränkt, das Bild der Gesellschaft von sich selbst verändert und mehr ins Verborgene holt, Abkapselung, und dass dann in so einer Situation von vermindertem Diskurs einzelne Parteien auf einmal eine sehr viel größere Stimme haben, wenn die sich aktiv einbringen im Diskurs. Heißt, implizit zu viel Privatsphäre, zu wenig Öffentlichkeit schadet der Demokratie und fördert totalitäre Systeme. Noch ein schönes Zitat. MSV bezeichnet Post-Privacy als das radikale Recht des anderen. Dazu gehört eigentlich keine Beschneidung der Filtersouveränität, sprich das Recht des anderen auf freie Auswahl der Informationen, die er konsumiert. Das meint quasi nicht durch Vorwegnahme oder Beschneidung von Informationen. Also wenn man seine eigene Privatsphäre auslebt und die Weitergabe von persönlichen Informationen beschränkt, beschränkt man aber auch gleichzeitig das Recht von anderen, diese Informationen zu haben. Was ist Post-Privacy nicht? Das wird immer wieder betont. Es ist nicht die Forderung, andere zu entblößen. Also es ist nicht die Forderung, dass alle sich jetzt im Internet nackt machen müssen und alles über sich veröffentlichen, sondern im Prinzip, wie wir schon gesehen haben, jeder soll das Recht haben, diese Grenze zur Öffentlichkeit selbst festzulegen und selbst zu leben. Aber es ist ein Angebot der anderen Seite, derjenigen, die Post-Privacy leben wollen, diesen Schleier der Privatsphäre zu lüften, das Ganze abzurüsten und im Prinzip auf dem Weg den Anstoß für eine offenere Gesellschaft zu liefern. Der MS-Pro ist so ein bisschen einer der lauteren Stimmen in der Debatte. Er bezeichnet es als eine Einladung zum Diskurs. Eigentlich ziemlich schwammig. Gesellschaftliche Transparenz. Wieder dieser Zusammenhang zwischen Transparenz und Toleranz. Dass Transparenz, mehr Öffentlichkeit von gesellschaftlich nicht anerkannten Problemen zu mehr Toleranz führt. Die Beobachtung, dass nur weil alles anders wird, es nicht unbedingt schlechter werden muss. Aber die letzten beiden Punkte sind am ganz anderen Beigeschmack. Das ist nämlich die Aussage, dass
durch die technische Entwicklung und die gesellschaftliche Entwicklung Post-Privacy eigentlich nicht mehr abgewendet werden kann und ein unweigerliches Ziel ist. Und das Ganze aufgrund vom Kontrollverlust. Da komme ich, ja? Darf ich da gerade mal einhaken, weil mir scheint das genau in dem Widerspruch dazu zu stehen, dass man andere nicht gegen ihren Willen aus ihrer Privatheit reißt. Da komme ich noch zu. Okay. Das ist nämlich genau das Problem dabei. Ein anderes Problem ist, dass, wie gesagt, es keine handfeste Definition von Post-Privacy gibt und es alles ziemlich vage ist und auch ziemlich widersprüchlich. Der gleiche MSPO hat gesagt, die Idee der Privatsphäre, wie ich sie verstehe, widerspricht jeder Manifestation. Heißt, man kann eigentlich gar nicht das Ganze in Worte fassen, weil ich die ganze Zeit nichts getan habe. Da werden mir auch reichlich Leute widersprechen. Und es ist sogar absichtlich verwirrend und heterogen. Ja, super. Das macht natürlich einen Angriff sehr kompliziert. Ja, aber jetzt mal erstmal auf den Kontrollverlust. Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten ist eigentlich klar. Implizit auch also der Vernetzung, Auswertung, Bedeutung, Vermarktung und so weiter. Kontrollverlust führt zwangsweise in den Zustand, dass die Grenzen zwischen öffentlich und nicht öffentlich keine Selbstbestimmung mehr sein kann. Also eigentlich genau die Negation dessen, was eben als Forderung genannt wurde. Auch wieder von den gleichen Menschen. Ist das ein Vortrag vom MSPO? Ne, das sind ganz verschiedene Blogartikel und Zeitungsartikel. Warum Scherz? Das war halt, das ist eine Quelle, wo ich relativ viele klare Aussagen eigentlich gefunden habe. Es gibt noch viele andere Quellen, aber der hat halt viele, ja, greifbare Aussagen getroffen. Ist eigentlich logisch, nicht mehr wissen, was andere von einem wissen, weil man eben, ja, nicht mehr immer ganz sicher sein kann, was man jetzt an Informationen über sich veröffentlicht hat und wie die möglicherweise vernetzt werden können und was andere Leute, die eigentlich privates Wissen über einen besitzen, was sie damit anstellen, ob die es weitergeben oder nicht, kann man nicht kontrollieren, nicht unterbinden. Ist natürlich nicht alles öffentlich, aber das Problem ist, dass ich keine Bestimmungshoheit habe, was öffentlich ist und was nicht. So ein bisschen wie das Panoptikum. Weil ich eigentlich nicht weiß, was öffentlich ist über mich, muss ich implizit eigentlich davon ausgehen, dass alles öffentlich ist. Weil, ja, ich kann es nicht kontrollieren. Aber, um das alles ein bisschen zu relativieren, der Kontrollverlust ist jetzt kein endgültiger Zustand, in dem wir jetzt reingerutscht sind und der jetzt Fakt ist, sondern es ist eigentlich ein Prozess, der immer stattfindet. Also wenn man jetzt 20 Jahre zurückgeht, und von da aus auf die heutige Zeit und die heutigen Zustände blicken würde, würde man auch das als Kontrollverlust bezeichnen. Man verliert quasi zunehmend Kontrolle und in 20 Jahren würden wir wahrscheinlich immer noch den Kontrollverlust prognostizieren, weil es wird ja immer alles schlimmer und immer mehr wird öffentlich und so weiter. Aber das Ganze bringt natürlich schon Opfer mit sich. Das erkennen auch die Post-Privacy-Leute an, aber argumentieren, dass sie trotzdem ein Ende der Privatsphäre fordern sollten. So, dass du es eigentlich ganz gut zusammenfasst. Post-Privacy ist weniger eine Utopie, sondern vielmehr der Aufruf zur Utopie. Also die ganzen Argumente, die wir gehört haben, könnte man vielleicht als Utopie, als schöne Vorstellung abtun. Aber im Prinzip wird es mehr als der Aufruf verstanden, eine Gesellschaft, in der diese Forderungen erfüllt sind, herbeizubringen und eine freiere Gesellschaft, in der mehr Offenheit auch möglich ist, darum geht es eigentlich, zu schaffen. Was hat das Ganze für Konsequenzen? Ich habe einfach mal aus Faulheit Wikipedia zitiert. Mit einem Verlust der Privatsphäre würden Informationen über soziale Kontakte, politische Einstellungen, persönliches Weltbild, Informationen über finanzielle Probleme oder gar Angaben über gesundheitliche Probleme problemlos öffentlich gemacht werden können und könnten unter Umständen auch eine Person unter sozialen Druck setzen. Ist jetzt eigentlich wieder der Widerspruch zu der Aussage eben, dass mehr Öffentlichkeit zu weniger Repression und weniger sozialen Druck führt.
kann man halt in beide Richtungen argumentieren. Es gibt auch viele, genauso wie es gute Beispiele dafür gibt, gibt es auch gute Beispiele dagegen. Ja. Jetzt fange ich einfach mal mit der Diskussion an. Ich habe jetzt erstmal einfach nur wild rausgegriffen. Das ist noch meine Diskussion, noch nicht eure. Die kommt noch. Das ist, du musst noch eine halbe Stunde durchhalten. Der König nicht. Nee, ich habe einfach mal so ein paar Argumente, die so ja, ein bisschen abgedroschen sind und ein bisschen plakativ. Einfach mal abgehakt so. Post-Privacy ist naiv und unrealistisch. Ja, wahrscheinlich. Das wäre noch naiv und unrealistisch. Ja. Die Entgegnung wäre, ja, Post-Privacy ist eigentlich nur eine positive Grundhaltung, optimistische Grundhaltung. Man darf halt nicht alles so schwarzmalerisch sehen und nicht immer nur das Schlechteste vermuten. Ja, beides ziemlich schwache Argumente. Dann noch eine sehr schöne Definition von Privat oder Privatheit. Als Privat gilt etwas dann, wenn man selbst den Zugang zu diesem etwas kontrollieren kann. Das war ja eben auch die Forderung. Aber das impliziert natürlich, dass der Status quo eigentlich bestimmt, was privat ist und was nicht, und man eigentlich überhaupt keine Debatte darüber führen kann, weil das ist quasi der gesellschaftliche Zustand, wird als gegeben gesehen und ja, man kann nicht über eine andere Definition von Privatheit überhaupt irgendeine Forderung stellen. Auch ein sehr schönes Argument, nur weil Technologien für Schlechtes verwendet werden können, heißt das nicht, dass man sie nicht für Gutes verwenden sollte. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Schönes Beispiel ist einmal Data Mining. Data Mining kann man wunderbar verwenden, um alle möglichen persönlichen Daten zu sammeln und auszuwerten und damit Geld zu machen oder möglicherweise sogar Personen zu schaden. Man kann die gleichen Methoden, die gleiche Technologie aber auch dazu verwenden, um die Verbreitung bestimmter Krankheiten zu untersuchen, gesellschaftliche Brennpunkte ausfindig zu machen, Problematiken und so weiter. Also die ganze Forschung lebt unglaublich von Big Data und im Prinzip überall, wo man hinguckt, hat man sowohl gute als auch Schattenseiten von Technologien. Die Entgegnung wäre dann, dass gefährliche Technologien natürlich effektive Kontrollmechanismen benötigen. Die Erfindung der Atomreaktion oder der Atombombe wäre so ein Beispiel. Das wäre eine sehr, sehr, sehr negative Nutzung von Technologie. Die gleiche Technologie nutzt sich für Energie. Was? Ja, also, aber in dem Fall gibt es zum Beispiel Kontrollmechanismen, die greifen. Und wie wir eben gesehen haben, im Fall von Internet, Datenschutz, die Behörden sind ziemlich machtlos. Ja, einfach mal dahingestellt. Ja, mehr Wissen für alle. Ja, also ein Resultat. Na, die lapidare Antwort, wie interessiert das denn? Das ist alles nur Selbstdarstellung, wenn jemand alles von sich veröffentlicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das jetzt wichtige Gesellschaftskritik ist oder nur Selbstbeweihräuchern. Ja, hatten wir schon, Post-Privacy macht weniger angreifbar. Mag stimmen für peinliche Informationen, weil man die ja schon vorher veröffentlicht hat und diese Peinlichkeit quasi vorweggenommen hat. Aber was ist zum Beispiel mit Informationen wie Krankendaten, die eigentlich nicht öffentlich werden dürfen? Die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt peinlich, aber wenn die öffentlich sind, dann sind sie öffentlich, dann können sie sowohl können sie missbraucht werden. Und das ist das Problem eigentlich nicht, dass sie irgendwie, dass die Veröffentlichung kritisch wäre, sondern eigentlich die Nutzung von irgendwie öffentlich gemachten Daten. Und das ist natürlich mit Post-Privacy überhaupt nicht gelöst. Bist du sicher, dass Krankendaten in die Privatsphäre fallen? Ja, 100%. Brauchen wir nicht. Können wir gerne gleich darüber diskutieren. Das wäre unfair. Ja, das ist Facebook, hast du was? Der hat heimlich. Ja. Überhaupt nichts aus. Ja, wer mich beleidigt, entscheide ich. Wir sind alle Menschen mit Fehlern. Schöne Aussagen, alles richtig. Aber es gibt immer Dinge, die nicht öffentlich akzeptiert sind. Früher war es halt Homosexualität, das ist heute nicht mehr. Hoffentlich, und das ist auch meistens wünschenswert, dass Dinge öffentlich akzeptiert werden, aber es gibt auch andere Dinge, die das nicht sind und vielleicht auch nie sein werden, sei es
keine Ahnung, sexuelle Zuneigung zu Kindern oder irgendwas noch krasseres, was man nicht ausmalen kann. Und das braucht natürlich sehr viel Selbstbewusstsein. Man muss sich mit seinen Problemen konfrontieren, man muss zu seinen Fehlern stehen, man muss gewillt sein, die in der Öffentlichkeit darzustellen. Das Ganze ist ein langer Prozess, der sicherlich der Bildung an Selbstbewusstsein oder der persönlichen Charakterausbildung sehr zuträglich ist. Aber den Schritt kann halt nicht jeder gehen. Das als allgemeine Forderung aufzustellen, ist fragwürdig. Ja, dieses keine Rollenspiele mehr hat auch die Konsequenz, dass, weil man nur noch eine Person nach außen darstellt, das ist auch, also die Theorie, die Überlegung ist, dass es eigentlich immer, sobald man in die Öffentlichkeit tritt, spielt man immer. Selbst wenn man nur eine Person spielt, man spielt sie immer. Und wenn alles Öffentlichkeit ist, vernachlässigt man quasi seine private Persönlichkeit, die man selbst in Post-Privacy nicht voll ausleben kann. Allein schon, weil man unter Menschen ist und kommuniziert. Vollständig öffentliche Personen, über die ich alles nachlesen kann. Wenn ich mich für eine Person interessiere, kann ich alles nachlesen, weiß ich alles über die. Im Prinzip brauche ich sie dann nicht mehr wirklich kennenlernen. Beziehungsweise ist halt nicht mehr vollständig unbekannt für mich und kein, ja, es ist nicht mehr reizvoll, sie kennenzulernen. Man kann sogar so weit gehen, das als Eingriff in die Menschenrechte zu sehen. Eben Eingriff in sein Privatleben, durch den Kontrollverlust zum Beispiel. Schriftverkehr läuft übers Internet, ist weitgehend öffentlich. Ist ein Eingriff Ehre und Ruf, je nach Nutzung der öffentlichen Daten kann das passieren. Ja, und der rechtliche Schutz gegen solche Eingriffe ist natürlich auch nicht mehr gewährleistet. Ja, für mich eigentlich die stärksten Argumente sind die Tatsache, dass das Internet nicht vergisst und dass, wenn man den Weg in die komplette Öffentlichkeit geht, man sich eigentlich sicher sein muss, dass es der richtige Weg ist, weil man es eben nicht mehr zurücknehmen kann. Und man quasi die, wenn man das als für die gesamte Gesellschaft fordert und vorantreibt, man auch im Zweifel keine Rückzugsmöglichkeiten mehr hat. Wenn jetzt dann doch trotz aller Bemühungen im öffentlichen Raum und im Diskurs die Diktatur wiederkommt, dann sind eben alle relevanten Daten öffentlich und können verwendet werden. Das ist ein altes Argument, was immer wieder gebracht wird. Das Problem ist dabei halt, dass man es nicht mehr umkehren kann. Dieses schöne Zitat noch, Privatsphäre ist wie Sauerstoff, man schützt sie erst, wenn sie fehlt. Finde ich eigentlich sehr sprechend. Ja, ich würde mir wünschen, wenn die Diskussion ein bisschen in eine andere Form von Utopie übergeht. Oder vielleicht als alternative Diskussion. Vielleicht so Überlegungen wie Darknet, was ich wie in Daniel Suarez Büchern beschrieben, wo Privatsphäre nicht mehr in dem Maße, wie wir es heute kennen, vielleicht vorhanden ist, aber immer noch gewisse Schutzmechanismen da sind. Einen kompletten Reboot, was ich ein sicheres Internet, wo man eben seine Privacy-Einstellung absolut treffen kann. Eher unrealistisch wahrscheinlich. Oder vielleicht doch dieses Rückzugsgefecht gegen die kommenden Technologien. Keine Ahnung. Ja. Es ist vielleicht am Ende dann doch nur die optimistische Sichtweise auf die Welt und die Entwicklung oder gegen die pessimistische Sichtweise. Am Ende läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, wie man die Welt sieht. Ja, hier habe ich noch mal Quellen, die ich verwendet habe. Ein paar Zitate von Jeff Jarvis, ja. Die Aluburka. Ja, und jetzt können wir die Diskussion beginnen lassen. Bravo! Bravo! Da ist sie noch! Bravo! Ja, komm. Nein. Soll ich die Diskussion mit aufnehmen? Oder? Ja. Das ist der wichtige Teil. Danke. Vielen Dank. Ich glaube, nein. Das ist, glaube ich, gut. Eine moderierte Diskussion. Wer moderiert denn? Ich, natürlich. Genau, das ist ja meine Frage. Also möchtest du erstmal Kritik zusammenfassen oder willst du direkt in die Post-Privacy-Diskussion? Kritik vor der Tür.
Ja, nein, ich. Was auch immer, ist mir eigentlich egal. Ja, der Karl. Er hat dran genommen. Ja, bitte, Karl. Ja, jetzt wollte ich erstmal was dazu sagen. Du hast ja gesagt, es sei so ein Widerspruch, einmal vom Kontrollverlust zu sprechen und einmal davon zu sprechen, dass dass jeder die Möglichkeit haben soll, alles in die Öffentlichkeit zu geben. Ja. Ja, aber das eine ist eine Deskription, das andere ist einfach normativ. Also das ist kein Widerspruch, sondern das ist einfach, das eine ist das, was wir wollen, und das andere ist faktisch so. Also ich meine, es ist halt nicht so, dass wir irgendwie manche Sachen, die privat, unsere privaten Daten treffen, ja, kontrollieren, ob die an die Öffentlichkeit gehen. Ist klar. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses, das ist jetzt ein bisschen ausgeholt vielleicht, aber kennt ihr Gedankenstücke, der hat so eine Plattform geschaffen, wo man seine DNA-Daten hochladen kann. Also es gibt mittlerweile ganz viele Anbieter, wo man irgendwie so für sowas wie $100 seine DNA analysieren kann. Also eigentlich nur die Snippets heißen die, SNPs. Das sind so, ist auch nicht weiter, ist nicht weiter wichtig. Der Punkt ist, man kann die da hochladen und dann kann man auf dieser Plattform kann man die analysieren lassen und dann kann man da noch so Sachen angeben, wie was man für Krankheiten hat, was Großeltern für Krankheiten hatten, wie alt die wurden, bla bla bla. Alles Mögliche. Und dann kann man aus diesen Daten herauslesen, dass man vielleicht mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit wegen irgendeiner bestimmten Abschnitt in seiner DNA vielleicht irgendeine Krankheit bekommt, ja? Genetische Disposition. Der Punkt ist, wenn man jetzt seine Daten da hochlädt, dann sind die öffentlich. Oder also man kann da verschiedene Einstellungen machen. Aber wenn man sich dafür entscheidet, seine Daten da komplett zu veröffentlichen, dann kann man ja jetzt erstmal die Position haben, ja gut, dazu hat jeder sein Recht. Das Problem ist, dann sind natürlich auch Informationen über die Kinder bekannt, über die Eltern, über die Großeltern, über alle Geschwister, denn die haben alle sehr ähnliche genetische Informationen. Ja, also das ist totaler Kontrollverlust. Also die sensibelsten Daten, die man sich, also vielleicht sensibelsten Daten, die man sich vorstellen kann, sowas wie, mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommst du Krebs, kann einfach jemand, der mit dir sehr eng verwandt ist, einfach hochladen. Und das ist halt was, wogegen man nichts tun kann. Also dieser Kontrollverlust ist faktisch da. Und wir wollen einfach, also, oder Post-Privacy bedeutet vielleicht für einige, dass man einfach will, dass jeder die Möglichkeit hat, all seine Daten ins Internet zu geben oder in die Öffentlichkeit zu geben, ohne dafür diskriminiert zu werden. Also ist nicht widersprüchlich, sondern das sind zwei unterschiedliche Positionen. Das eine ist normativ und das andere ist deskriptiv. Schon klar. Also natürlich steht das jetzt vielleicht irgendwie im Widerspruch, dass man momentan gar nicht die Möglichkeit hat, alles hochzuladen. Ja, der Punkt ist, weil man noch diskriminiert wird. Warum ich das überhaupt aufgenommen habe, ist, weil das häufig oder eigentlich fast immer als Argument für Post-Privacy herangezogen wird, diese Deskription, dass der Kontrollverlust real ist. Das ist der Fakt ist klar. Aber das sind auch zwei Forderungen. Also einmal sagst du, der Kontrollverlust ist da, deswegen müssen wir jetzt Post-Privacy schaffen. Das ist quasi eine Anerkennung der Fakten, eine Forderung, die daraus entsteht. Das andere ist eine utopische Forderung, dass jeder die Freiheit haben soll, das, was er öffentlich stellen will, öffentlich zu machen. Daraus entsteht aber auch wiederum zum großen Teil dieser Kontrollverlust. Also es sind schon zwei Aussagen, die miteinander verbunden sind und auch im gewissen Widerspruch stehen. Nein, also pass auf, wenn du Kontrollverlust hast, ja, also du hast wirklich totalen Kontrollverlust, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, wie man daraus irgendwie... Also, keine Ahnung, Kontrollverlust ist ja, wenn man sich das so überlegt, erstmal was Schlechtes. Es sei denn, es ist nicht schlimm, dass deine Daten veröffentlicht werden. Das ist eine Diskussion. Aber du kannst doch nicht hergehen und sagen, oh, wir haben jetzt de facto einen Kontrollverlust, also müssen wir jetzt ganz, ganz schnell Post-Privacy schaffen, damit das okay ist. Ja. Also eigentlich... Nein, der Punkt ist, den Kontrollverlust kannst du nicht aufhalten und... Warum? Wie willst du das machen? Das ist eine technische Frage. Wie willst du das machen? Das ist eigentlich erstmal von der normativen, also von der Art, die normative Art sagt ja, so wollen wir eine Gesellschaft führen. Wir können auch Diebstahl nicht verhindern, trotzdem ist er verboten. Wir verbieten ihn, obwohl es eigentlich sinnlos ist, den zu verbieten, weil es hindert niemanden daran, dir auf der Straße einen über den Schädel zu ziehen und dir deine Sachen zu klauen. Oder im extremen Mord, da hast du überhaupt nichts davon, dass die Strafverfolgung den nachher einknastet, du bist tot. Ende der Geschichte. Bei Diebstahl, das könnte man noch mal umkehren, aber es gibt auch nicht umkehrbare Sachen, die verboten sind.
und die auch verfolgt werden und so weiter, wo sich die Gesellschaft darauf geeinigt hat, dass das nicht gut ist. Und egal wie sinnlos das ist, das nachher sozusagen noch irgendwie zu erfassen, weil umkehren kann man es eh nicht mehr, wir verbieten es trotzdem. Schlicht und einfach, weil das der Gesellschaft unter anderem hilft, also weil das sozusagen, weil man, wenn man sich auf einen gewissen Konsens geeinigt hat, wie man leben will, dann muss man den versuchen irgendwie einzuhalten, auch wenn es irgendwie sinnlos wirkt und so weiter. Ne? Also auch wenn man nachher nichts mehr reparieren kann, wenn es dann erstmal passiert. Das heißt, wir können uns trotzdem als Gesellschaft noch für egal was entscheiden. Wenn wir uns entscheiden und sagen, Daten von anderen Leuten ins Internet stellen, das ist nicht gut, also ist es verboten, also, oder beziehungsweise wollen wir es verhindern, dann können wir das einfach tun und sagen, okay, wir wollen so leben und dann können wir uns überlegen, was wir machen, um den tatsächlich zu verhindern und so weiter und wie das dann praktisch aussieht. Und wir können uns entscheiden, dass das nicht so sein soll. Auch wenn es faktisch natürlich sehr leicht ist, solche Daten festzustellen. Ja, das ist auch meiner Meinung nach eigentlich der Sinn der ganzen Debatte, nämlich genau diesen gesellschaftlichen Konsens, was wir eigentlich wollen und wohin wir wollen, die Zielsetzung, neu auszudiskutieren und festzulegen. Dass wir die neu ausdiskutieren müssen, ist klar, weil die alten Regeln quasi nicht mehr gelten. Aber damit man überhaupt irgendeine... Warum ist das klar? Also... Ich sträube mich so ein bisschen gegen diese Zwangsläufigkeit. Ah, die alte analoge Welt, das ist alles so obsolet, jetzt müssen wir hier einfach mal was alles anders machen. Nein, also die Problematik ist ja, dass du gewisse geschaffene Fakten hast, mit denen man sich jetzt befassen muss, die man entweder für akzeptabel erachten kann oder deren Abschaffung man fordern muss. Die alte analoge Denkweise funktioniert in dem Sinn nicht mehr, dass im expliziten Fall bei diesen Technologien oder Businessmodellen oder was auch immer, Verhaltensmustern, man eben aus der alten Sichtweise keine endgültige Forderung ziehen kann. Also das Beispiel vom Datenschutz wieder. Wir wissen genau, wenn ein Brief verschickt wird, dass er nicht geöffnet werden darf, außer vom Empfänger. Im Internet wissen wir das nicht, genau. Und die Regeln, die wir von der Zeit vor dem Internet haben, greifen in vielen Fällen nicht. Deswegen müssen wir halt wieder einen neuen Konsens ausdiskutieren. Aber ich finde halt, genau das ist der Punkt, den Kontrollverlust als Argument zu benutzen, finde ich absolut nicht haltbar. Ja. Nur mal so zu meiner Seite. Ich finde ja, gerade wo du die ganzen Privacy-Argumente aufgezählt hast, die haben natürlich was wirklich Schönes. Ja, die haben natürlich eine von den absoluten Kernforderungen, an die wir uns in der normalen Datenwelt, gerade weil es sehr, sehr schwierig zu verhindern ist, also Inferenzangriffe, ne, Dinge über Leute erfahren, von denen sie eigentlich nicht wissen, dass sie jemals ins Netz gestellt haben, weil man verschiedene Datenquellen zusammenpacken kann und so weiter. All das hat natürlich, da hat die Post-Privacy-Sache, dadurch, dass sie so radikal offen sind, einen Vorteil, weil sie ja fordern, dass man mit solchen Daten, egal was es für Daten von Leuten sind, halbwegs vernünftig umgeht. Sprich, wenn ich erfahre, dass jemand einen Pickel auf der Stirn hat, dann ist die richtige Reaktion nicht, haha, du hast einen Pickel auf der Stirn oder so und das Foto im Internet verbreiten, also nochmal weiter verbreiten, ist ja schon da, sondern die Reaktion von vernünftig umgehen ist irgendwie vielleicht zu ignorieren oder den allein zu lassen oder im nötigen Fall irgendwie eine Packung Clearasil schicken, aber irgendwas Freundliches zu machen auf jeden Fall. Das ist ein extrem positiver Aspekt von Post-Privacy, das muss man irgendwie sozusagen dabei auch mal berücksichtigen. Inwieweit jetzt dieser Kontrollverlust wirklich gewünscht ist, inwieweit man das haben will oder inwieweit man sich dann einen Schutz durch Gesetzgeber, was auch immer, Hacker oder den Mob wünscht, das ist dann sozusagen eine Sache, die man ausdiskutieren kann. Und das ist aber auch eine Sache, die gerade meiner Meinung nach sehr, sehr stark passiert. Also es gibt ja auch in diesen ganzen Facebook-Communities, da gibt es ja durchaus Ansichten darüber, was man eigentlich publizieren darf. Und unsere Kinder lernen das ja gerade. Das ist immer, also die lernen das gerade, das merken wir daran, dass es ständig in den Schlagzeilen landet, dass wieder jemand gemobbt wird und so weiter. Das ist meiner Meinung nach ein Lernprozess. Bevor wir Mobbing an den Schulen ohne Internet als Mobbing wahrgenommen haben, gab es da auch eine ganze Menge mehr Unfälle als jetzt. Mittlerweile sind die Leute von den Lehrern bis hin zu den Kindern und Eltern sensibilisiert und Mobbing an den Schulen sozusagen ohne Internet fällt zumindest ab und zu mal auf oder man hat zumindest mal jemanden, den man ansprechen kann, wenn sowas passiert. Im Internet gibt es das quasi noch nicht, aber da lernen wir gerade erst eine Kultur, wie wir mit sowas umgehen können. Und die Post-Privacy-Leute helfen so ein bisschen, weil die letztendlich sagen, ihr könnt sowieso nichts verhindern. Und deswegen müssen wir vernünftig damit umgehen, wenn jemand irgendwie mit einem Foto mit einem Pickel auf der Stirn landet. Darf ich an der Stelle ein pessimistisches Gegenbeispiel bringen? Es gibt eben in der aktuellen Gesellschaft gibt es eben durchaus die Erfahrung, dass dieses utopische
wenn alles öffentlich ist, dann werden die Leute lernen, das zu akzeptieren. Da gibt es leider in der Gesellschaft meiner Meinung nach deutliche Gegenbeispiele dafür, dass es eben nicht funktioniert. Zum Beispiel eine Information, die man sehr schlecht vor anderen verbergen kann, ist die eigene Hautfarbe. Und wenn man sich halt anguckt, was allein das Preisgeben der Information der eigenen Hautfarbe teilweise für Konsequenzen hat, dann sehe ich da eigentlich schwarz. Aber sind wir da nicht trotzdem... Oh, das war nicht absichtlich. Das war nicht absichtlich. Nein, aber ist das nicht ein schönes Beispiel, dass wir auf einem guten Weg sind und das bisher nur bergauf gegangen ist, gerade mit dem Rassismus? Da bin ich nicht sicher, dass das nur bergauf gegangen ist. Also ich sehe da wirklich gut in die Zukunft, dass immer weniger der Rassismus auch im Internet so zugelassen wird. Von der Gesellschaft. Neue Studien in Deutschland ergeben, dass das Rassismus wieder im Kommen ist in Deutschland. Ja. Ich glaube eigentlich sogar der CDU regiert. Was? Ja, das ist völlig beside the point. Ist auch der Kreis wo? Nicht hier. Ja, die Nein, also worauf ich abziele, ist, dass gerade in Städten, wo du halt mit Ausländern konfrontiert bist, wie zum Beispiel hier, du gezwungen bist, damit auch dich auseinanderzusetzen, aber halt gerade in den Dörfern, also ich komme ursprünglich von einem kleinen Dorf und da ist halt, also ich komme von einer Nazi-Hochburg, ist total, weil es einfach auch keine Ausländer gibt, weil die sind nicht gezwungen, den umzugehen, dass halt die drei Chinesen, die da rumlaufen und einen Asia-Shop betreiben, ist es halt das Feindbild, sind die, gegen die man kämpfen kann und hetzen kann. Die Aussage ist ja quasi, dass wenn du mehr damit konfrontiert bist, deine Meinung sich dazu ändert und das ist dürfte, wenn ich jetzt irgendwelche Studien zitieren könnte, setze ich mal als erwiesen voraus. Das Problem ist aber, dass Post-Privacy ja nicht unbedingt mehr Konfrontation mit irgendeinem anderen Meinungsbild bedeutet, weil du ja eben, du hast es ja sehr schön dargelegt, dann nicht mehr die Öffentlichkeit in dem Sinne hast. Früher hattest du die Öffentlichkeit, das war die Tagesschau und das Fernsehen und das war absolut öffentlich und so ziemlich jeder hat das irgendwie mitgekriegt. Heutzutage ist viel, viel mehr öffentlich, damit aber auch die Masse derer, die das wahrnehmen, viel diffuser und verteilter. Und im Prinzip, der Begriff ist halt die Query-Öffentlichkeit, dass man quasi nur noch das, die Öffentlichkeit wahrnimmt, die man sich selber, die man explizit anfragt. Nein, das geht jetzt aufs Gleiche hinaus. Schönes Argument. Das heißt so im Prinzip, der Mensch neigt dazu, sich Gleichgesinnte zu suchen. Und die Konfrontation wird er in der Regel nicht selber suchen, sondern unbeabsichtigt darauf gestoßen werden. In der Stadt kann man halt einfach den Ausländern da nicht aus dem Weg gehen. Im Internet kann man das. Das heißt, Polarisierung funktioniert im Internet genauso wie in der echten Welt. Man sucht sich seinesgleichen und wird wahrscheinlich seine Vorurteile eher beibehalten. Ja, danke. Ich glaube aber, dass es eben nicht die einzigen Aspekte sind, die das ausmachen, dass Diskriminierung zurückgeht, sondern dass eben die Kumulation sämtlicher Aspekte eines Menschen schmatzt sich so laut. Du hast ja den Vorteil bei oder was heißt Vorteil, wenn du jetzt nur die Hautfarbe betrachtest, dass du eine ganz eindeutige Distinktion von anderen hast. Dass du aber mit diesen Menschen, wenn du dich jetzt wenn du komplett postprivat leben würdest, auch in anderen Merkmalen weniger unterscheidest oder auch unter diesen Menschen Gleichgesinnte hast, führt dazu, dass diese Distinktion eben nicht mehr möglich ist und dass damit es sehr viel schwieriger wird, Gruppen aufzubauen, die gemeinsam dann eine andere Gruppe in dieser Weise diskriminieren können. Dass die Kreise, die du dir aussuchst oder in denen du dich bewegst, halt immer mehr vermischt werden, weil sie halt eben nicht unbedingt von der physischen Person abhängen oder von der aktuell geäußerten Meinung oder was, sondern dass diese Personenkreise sich überschneiden können. Das ist natürlich klar, dass die Öffentlichkeit wird halt dehnt sich quasi aus und wird dünner, aber wird natürlich auch diffuser und überlappt sich zunehmend. Das ist natürlich auch ein positiver Effekt, aber das ist halt, ich wollte damit, dass das gar nicht... Das würde aber, wenn wir tatsächlich irgendwie Post-Privacy ausleben würden, würde das dazu führen, dass sowas wie Diskriminierung aufgrund von Hautfarben zwangsläufig zurückgehen würden. Das ist aktuell natürlich noch nicht der Fall. Du setzt voraus, dass du eine absolute Vermischung dann hast, der anderen Bereiche. Und das ist, würde ich... Auf jeden Fall mehr als jetzt, denn die Hautfarbe ist zwangsläufig öffentlich,
viele andere Merkmale, die vielleicht geteilt werden, sind es nicht. Ich verstehe die Zwangsläufigkeit nicht. Die Öffentlichkeit deiner Hautfarbe ist zwangsläufig. Nein, die Zwangsläufigkeit dieser Überschneidung dieser verschiedenen Persönlichkeits-Öffentlichkeits-Ebenen. Es hängt natürlich davon ab, wie stark verschiedene Merkmale gewichtet sind und wie weit du dich dann mit anderen auch identifizieren kannst. Aber also ich denke halt, pardon, was der Seth vorhin gemeint hat, das ist, oder wir erleben ja im tagtäglichen Leben, dass sich sozusagen in der Gesellschaft Grüppchen bilden, die sich über eine gemeinsame Eigenschaft in irgendeiner Form definieren. Das heißt, der Mensch hat schon so irgendwie das Bedürfnis, gleichartig, wobei, was nach welchem Merkmal auch immer, sich in einer gewissen seine eigene Peer Group quasi zu schaffen. Und ich sehe da jetzt nicht zwangsläufig, dass das, oder beziehungsweise ich glaube, das ist ein Mechanismus, der sozusagen dem Egalisieren der Menschen entgegenwirkt. Naja, das aber. Die schöne Sache an diesem ganzen Post-Privacy ist doch gerade, dass wir das müssen. Wir haben keine Chance, weil sonst platzt der Kessel an der Stelle. Ja, nee, aber der Punkt. Also nur mal so als Einwurf. Das kann, natürlich ist es so, dass wir momentan, also das ist ein bisschen dieses Menschen sind doch einfach schlecht Argument, das ich regelmäßig höre, wenn ich Leuten davon erzähle, man kann auch ohne Geld leben, ne, und ohne Besitz oder so, weil Leute müssen nicht neidisch sein und so weiter, dann kriegt man als letztes Argument immer, aber Menschen sind nicht so, die sind nicht altruistisch oder was auch immer. Ja. Die Frage ist, ob sie sich ändern können, und die Frage an der Stelle wäre natürlich, haben wir jetzt eine Technologie auf einmal gefunden, die im Prinzip sowas sagt wie, die müssen sich ändern. Wir müssen uns an der Stelle ändern, weil sonst platzt der Kessel schlicht und einfach, und dann, ja, dann ändert sich das halt irgendwie anders. Krieg und so weiter. Also wenn wir das nicht haben wollen, dann müssen wir uns vermutlich ändern, sonst hauen wir uns die ganze Zeit nur noch auf die Fresse. Und das wäre, also ist natürlich hart erstmal, aber es ist eine gewisse Chance, wenn man das mal so sieht. Und das ist das, was ich an dieser Post-Privacy-Sache positiv finde. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen Informationen, die jemand selber über sich bereit ist, freizugeben, und zwischen Informationen, die jemand anders dazufügt. Und dann ist halt die Gefahr dabei, dass immer jemand falsche Assoziationen, Konnotationen, falsche Informationen dabei fügen kann. Wie das Beispiel mit der Hautfarbe, dass dann jemand sagt, ja, auf Schwarzheit ist böse. Oder schwarze Tasten auf dem Klavier zu nutzen ist böse, nimm nur weiße Tasten. Ja, aber wenn du Teil dieser Debatte bist, also wenn du dich auf den gleichen Plattformen begibst, wo solche Verleumdungen gegen dich stattfinden, weißt du erstens, dass diese stattfinden, und kannst an diesen Debatten auch aktiv teilnehmen und sagen, hey Leute, hier ist ein Foto von mir, ich bin nicht schwarz oder ich bin schwarz oder je nachdem. Wenn du halt nicht auf irgendeiner Plattform ist, wo da gerade geredet über dich wird, kannst du halt da nicht rein teilnehmen, weil du gar nicht weißt, dass da geredet wird. Wenn ich schwarz bin, kann ich ja nicht herreden, dass ich weiß bin oder mich weiß färben lassen wie Michael Jackson. Es geht halt darum, bei dir ging es jetzt um die Verleumdung. Ja. Es ging ja darum, dass jemand verbreitet Informationen über mich, die nicht der Realität entsprechen. Genau. Und da kannst du ja ganz schnell sagen, hier Leute, stimmt nicht. Weil, ja, kannst du da sagen, aber du wirst eventuell nicht damit durchkommen. Ja, Moment, aber da forderst du dann ja gerade wieder, dass du selber dann doch deine Deutungshoheit über deine eigenen Daten hast. Ja. Es geht ja nicht um. Weil irgendwer muss ja sagen, hier, das sagt er selber, das muss richtig sein. Ich habe irgendwie den Faden in der Diskussion. Ja, die Frage ist vernünftigen Umgangs mit sowas. Ja, ja. Reagiere ich darauf, dass irgendjemand sagt, Lars ist doof? Oder der hat keine Ahnung, oder überlasse ich in der gesellschaftlichen Norm die Deutungshoheit über das Leben den Leuten, deren Leben das ist. Ne? Also wenn irgendjemand sagt, der pupst irgendwie in der Nacht, dann ist das relativ egal. Dann frage ich vielleicht mal nach. Aber die Deutung oder die Quelle, die eigentliche Autorität über das Leben einer Person ist die Person selbst. Und das ist eine Sache, die wir zum Beispiel auch nicht in dieser Gesellschaft auch noch nicht haben. Man gucke sich Bild an. Wer hat die Deutungshoheit über Personen? Da steht in der Bildzeitung, ist tot, und dann kriegt die Person, also beziehungsweise kriegen die Nachkommen der Person Kondolenzbriefe. So. Weil es steht in der Zeitung. Zeitungen hatten früher tatsächlich mal so eine Autorität darüber, weil niemand anderes Informationen verbreiten konnte. Deswegen gibt es sowas wie einen journalistischen Ehrenkodex, schlicht und einfach, weil das so wichtig war.
an der Stelle. Und jetzt sind wir sozusagen in einer, ich mag das Wort nicht, aber in so einer Art Demokratisierung des Nachrichtenwesens. Jeder kann einen Blog schreiben, jeder kann irgendwie bei Twitter was schreiben, jeder kann jeden überall verleumden. Und es gibt ja in der Blogosphäre tatsächlich auch so eine Art Ehrenkodex, der sich da entwickelt, genauso wie in den sozialen Netzen. Leute kriegen eins auf den Deckel, wenn sie Scheiße behaupten. Ne, werden sozial ausgegrenzt. Nicht überall, aber das entsteht in Teilen. Es muss nicht so sein, dass das wirklich jetzt irgendwie die Kultur wird, aber das könnte passieren. Tatsächlich muss es passieren, sonst knallt es. Glaube ich. Also, das ist eine Prognose. Das Problem an der Sache ist ja, dass das dass eine quasi eine Weiterentwicklung von den gesellschaftlichen Wahrnehmungen und Abbauen von Vorurteilen und so voraussetzt, dass du konfrontiert bist, haben wir eben schon gesagt. Aber die Konfrontation ist, also das ist natürlich eine Meinungsfrage, aber meiner Meinung nach ist die im Internet und dieser Query-Öffentlichkeit weniger gegeben, weil damit du überhaupt damit konfrontiert wirst, das setzt voraus, dass du dich damit befasst und dass du diese Öffentlichkeit, in der das debattiert wird, suchst. Und wenn du kein Interesse daran hast, wirst du das nicht tun. Im Zweifelsfall hast du einfach kein Internet. Dann kriegst du sehr viel weniger mit als die meisten anderen und kannst schön in deiner eigenen Suppe kochen und deine Vorurteile ausprägen. Es geht jetzt, also du hast jetzt viel auf die, angesprochen, dass du sowas haben willst wie Konfrontation, damit Leute, die diskriminieren, irgendwie sich dessen bewusst werden. Man muss weniger tun. Ich finde nicht, dass das überhaupt das Hauptziel sein sollte, denn ich behaupte mal, dass die Mehrheit der Menschen diskriminieren, obwohl sie den Gruppen, gegen denen, die sie diskriminieren, eigentlich täglich sehen. Das ist nicht unbedingt in jedem Fall so eine Konfrontationsfrage. Was man eher schaffen sollte, ist sowas wie, dass die Öffentlichkeit selbst sowas wie ein Schutzraum ist, was natürlich jetzt schon irgendwie mehr oder weniger absurd klingt, aber dass eigentlich so eine Art Bewusstsein für Diskriminierung in der Öffentlichkeit entstehen muss, damit es überhaupt sowas, ja, damit es nicht unbedingt immer schlecht ist, wenn Informationen an die Öffentlichkeit geraten. Denn gerade haben wir haben ja de facto jetzt eine Situation, in der überall Diskriminierung herrscht und in der es wirklich so ist, dass man Acht geben muss, was für Informationen man in die Öffentlichkeit preisgibt, um nicht diskriminiert zu werden. Und ich glaube, darüber können wir uns alle einigen, hoffe ich, dass das nicht wünschenswert ist. Und deswegen ist es vielleicht irgendwie erstrebenswert, eine Öffentlichkeit zu schaffen, in der man einfach Informationen preisgeben kann, ohne diskriminiert zu werden. Ja, mir fällt gerade auf, dass bei der ganzen Debatte der Begriff Öffentlichkeit eigentlich im klassischen Sinn verwendet wird. Dass du sagst, du willst eine Öffentlichkeit kreieren, die toleranter ist und wo mehr Diskurs stattfindet. Aber das Problem ist ja gerade, dass der gleiche Prozess, der zu so einer, zum Kontrollverlust führt, auch gleichzeitig zu der Aufspaltung der Öffentlichkeit führt. Das ist, also ich habe noch keine Betrachtung von diesem Problem der versplitterten Öffentlichkeit untergekommen eigentlich dabei. Ja, das weiß ich, der Punkt, den ich sagen wollte. Nee, schon klar. Also, aber hast du verstanden, worauf ich hinaus will? Ich meine, es ist nicht so wichtig, dass Leute konfrontiert werden. Viel wichtiger ist, dass Leute, die Diskriminierung ausgesetzt werden, das öffentlich sagen können und dafür ein Problembewusstsein herrscht und das, also, verstehst du den Punkt? Ja, schon klar. Okay. Oh, gut, schön. Also, dazu gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du ja, dass, wenn jemand diskriminiert wird, ja, das bedeutet ja irgendwie, es muss ein Subset der Öffentlichkeit geben, das in irgendeiner Form dieser Person gegenüber Repressalien ausübt, sage ich mal. So, das heißt jetzt aber auch, dass ich jetzt als diese Person, die diskriminiert wird, irgendwie ein Übersubset erreichen muss, ja, und die wiederum darauf einwirken müssen, damit das halt weggeht. So, das ist das Erste, was passiert, wenn mich die gesamte Öffentlichkeit diskriminiert aus irgendeinem Grund, weil ich halt was ist dann diese Normen, die wir alle bitte haben wollen, die wir uns alle bitte nicht, die wir auf alle bitte gar nicht haben wollen, da können wir uns auf die kleinsten nominalen Nenner wie Mord, Diebstahl einigen, der Rest wird schon relativ schwierig. Selbst der Begriff Kinderpornografie wird da sehr schwierig zu definieren sein, ja. Und wenn du die deutsche Definition nimmst oder so, wird's ganz interessant, ja.
Und was machst du dann? Also wenn du das zum Beispiel vor 50 Jahren gemacht hättest, hätten wir zum Beispiel dann da auch drin, dass das ja Konsens ist, dass Homosexualität böse ist. Da würden wir jetzt alle hier sitzen und sagen, ja, Homosexualität ist böse und das darf nicht sein. Und deswegen müssen wir das jetzt alle, die homosexual sind, irgendwie diskriminieren und die sozusagen zurücktrennen und ihnen zeigen, was für böses Verhalten das doch ist. Und ja, also ich glaube nicht, dass es halt so für die Öffentlichkeit ein absolutes ethisches System gibt, wo man dann sagen kann, okay, das ist sozusagen der kleinste Nenner. Oder der kleinste Nenner ist so klein, dass es halt überhaupt nichts bringt. Weil ich dann halt immer sagen kann, ja, pf, das ist halt nicht drin. Ja, oder? Ich glaube, du hast nicht so ganz verstanden, worauf ich hinaus will. Ich meine nicht, dass, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, man nicht diskriminiert. Also offensichtlich wird man diskriminiert. Das habe ich ja quasi als Einleitungssatz gesagt. Mhm. Ich finde nur, dass, also wünschenswert ist eine Öffentlichkeit, in der das nicht passiert. Und die Frage ist jetzt, wie wir da hinkommen. Aber ich habe nicht in jemandem, wer Informationen von sich preisgibt. Frage, wer legt fest, wann man diskriminiert wird? Exakt. Ich. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du nicht kritikfähig bist, dann hat die Gesellschaft ein Problem. Nein, das war nur meine Antwort darauf, weil die Frage viel zu komplex war. Nein, also wir können jetzt einfach sowas machen wie die Wikipedia-Definition von Diskriminierung zu übernehmen. Aber was ist denn auch Kritikfähigkeit? Du selber legst fest, ob das Kritik ist oder nicht. Kann ich noch was sagen? Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist folgendermaßen. Stell dir vor, du bist innerhalb einer Diskussion und vertrittst eine Meinung, die der Mehrheit gegenüber entgegensteht, sagen wir mal. Und die große Mehrheit sagt dir jetzt, du bist aber... Das ist aber alles, dein Argument ist doof oder das funktioniert nicht oder was auch immer. Und der sagt dann, oh, jetzt werde ich hier aber gerade diskriminiert. Und dann muss ja irgendwie sozusagen dieser Prozess, der dann stattfinden soll, ist ja, dass deine von dir wahrgenommene Diskrimination eben nicht stattfindet. Also das, verstehst du mein Problem? Ja, aber die Mehrheit kann sich doch wehren, oder nicht? Auch wenn es die Mehrheit ist. Ja, dann sind wir aber nicht von der gefühlten Diskrimination des Einzelnen weggeminiert. Ja, aber jeder liegt für sich selbst fest, ob er sich diskriminiert fühlt oder nicht. Weil es die ja, aber die Forderung ist ja, dass die Gesellschaft daraus Konsequenzen zieht, wenn sich jemand diskriminiert fühlt. Ich finde das irgendwie etwas seltsam, dass du behauptest oder implizierst für mich, dass man nicht irgendwie von außen sehen kann, was Diskriminierung ist und was nicht. Oder ist das nicht impliziert? Also für mich hat sich das so angehört. Ja, das ist eine Wertung und es gibt keine Wertungshoheit in der Moment. Es ist immer ein gesellschaftlicher Konsens. Ja, es gibt natürlich gibt es sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens, was Diskriminierung ist und was nicht. Ja, aber es gibt ja durchaus verschiedene Geisteswissenschaften, die sich damit auseinandersetzen, was Diskriminierung für ein Phänomen ist und was wir als Diskriminierung bezeichnen. Ja, aber Geisteswissenschaften hin oder her. Wenn ich zum Beispiel schwarz bin und jemand sagt zu mir Neger, und ich fühle mich dadurch nicht verletzt, dann ist das für mich nicht Diskriminierung, auch wenn die anderen sagen, oh, Diskriminierung, dann fühlst du dich vielleicht nicht individuell diskriminiert, aber das heißt nicht, dass dieses Wort nicht Zeichen einer strukturellen Diskriminierung gegenüber People of Color ist. Ja, aber es geht doch um mich persönlich in dem Moment. Es geht nicht, wenn mich persönlich jemand Neger... Es geht nicht immer nur um dich persönlich. Wenn Leute mich Neger nennen, meinen sie mich persönlich damit, ja? Also nicht meine komplette Rasse dann in dem Moment, sondern die sagen es zu mir persönlich. Ja, aber warum sagen sie zu dir Neger? Warum auch immer, wenn ich mich nicht dadurch verletzt fühle, fühle ich mich nicht dadurch verletzt. Oder ja, du magst dich dadurch nicht verletzt fühlen, aber wenn dich jemand Neger nennt, dann doch wahrscheinlich, weil er irgendwie rassistische Motive hat, oder? Dass ich immer noch eigentlich meinen Punkt von eben ausführen wollte, als er mich unterbrochen hat. Ja, aber es ist doch das Problem der Leute, die es sagen. Nicht mein Problem, wenn ich mich nicht dadurch verletzt fühle. Mein Punkt war eigentlich, dass man, um in der Öffentlichkeit sowas Ähnliches auch nur andere, also eigentlich nicht wirklich einen Schutzraum, aber auch nur etwas, das nahe kommt, herzustellen, müssten eigentlich Menschen, die... Ja, eigentlich nur müsste es Menschen geben, die Diskriminierung ansprechen, wenn sie sie sehen. Ja. Ja. So, das Ding ist jetzt, abgesehen von diesen, also man kann das dann alle möglichen Beschreibungen herführen, aber am Ende ist es der gesellschaftliche Diskurs, der irgendeine Änderung der Gesellschaft hervorruft. Ein Punkt noch. Also,
vielleicht mal ein anderes Bild dafür, wenn man sich so Forschung zur Verteilung von Extremismus oder ja, quasi so 2D geplottet vorstellt, dann, also die Koordinaten sind dann irgendwie soziale Beziehungen, dann sieht man, dass es sich an bestimmten Orten immer bündelt und dann über Zeit wieder diffuser wird. Und das Ganze breitet sich so über die Gesellschaft aus. Das ist quasi so Konzentrationspunkte und quasi wie Hügel auf einer Landschaft. Aber weil das jetzt Internet die Kommunikationsstruktur multidimensional macht und die Beziehungsstruktur und quasi unterschiedliche Themenbereiche oder unterschiedliche Meinungsfelder aufteilt, wird diese ganze Struktur also ist es keine Landschaft mehr, keine zweidimensionale Landschaft, sondern eine multidimensionale Landschaft von Verteilung von Extremismus. Vielleicht bezogen auf bestimmte Themen, die miteinander nicht mehr unbedingt verbunden sein müssen. Die Frage ist jetzt, ob nur weil das Ganze multidimensional wird, ob dadurch die grundsätzlichen Prinzipien, mit der sich Meinungen in der Gesellschaft verbreiten und konzentrieren, außer Kraft gesetzt sind. Oder ob das einfach die gleichen Prinzipien in einer anderen Dimension sind. Und der implizite Glaube daran, dass nur weil wir jetzt mehr Vernetzung haben, dass es dann auch mehr Konsens gibt oder weniger Diskrimination, sehe ich nicht wirklich als Diskriminierung. Entschuldigung. Ja, das ist, ja. Es ist eine Behauptung, aber da wäre schön, vernünftige Forschung dazu zu haben. Okay, ich wollte noch was zu Karl sagen. Und zwar, also wir hatten das ja vorhin. Ja, er hört nicht zu. Ach, du hörst zu, es sah nicht so aus. Also nehmen wir mal den Idealfall an. Ja? Du hast, wie gesagt, wieder eine Gruppe, die diskriminiert jemanden. Dieser geht an die Öffentlichkeit und Idealfall, jeder in der gesamten Öffentlichkeit bekommt diesen Fall mit und bildet sich darüber ein Urteil und sagt was dazu. Ja? So, das ist ja das, was du gesagt hast. Also, dass Menschen, die halt das Gefühl haben, selber diskriminiert zu werden, oder die das sehen, darauf aufmerksam machen. Ne? Und jetzt kommt es darauf an, wie sich die Öffentlichkeit entscheidet. Ne? Wenn sie jetzt sagt, okay, ja, es ist wirklich Diskriminierung, weil wir sind dagegen, also eine Mehrzahl davon, dann hast du recht, dann sind wir klar mit der Entscheidung, es ist Diskriminierung. Ja? Was ist das Ergebnis davon? Wir müssen jetzt irgendwie dagegen wirken, wie ich schon gesagt habe. Oder entweder halt Repressalien auf diese Gruppe ausüben, die das halt tun, indem wir halt irgendwie denen unterbinden, dass sie das tun, obwohl sie der Meinung sind, dass es richtig ist. Ja? Oder halt ihnen dann sagen, okay, wenn ihr das weiter tut, dann müssen wir euch irgendwie anders da halt bestrafen dafür. Oder aber es kommt dazu, dass die Gesellschaft sozusagen sagt, ja, nein, das ist eigentlich vollkommen in Ordnung, und dann spielt das Gefühl von dem einen da überhaupt keine Rolle mehr, weil dann sagt nämlich die Gesellschaft plötzlich, oh, nee, das ist vollkommen in Ordnung, dass mir jemand sowas sagt oder sich so verhält, das ist keine Diskriminierung, und dann ist es eigentlich so gesetzt. Das heißt also, es bringt ja eigentlich so gar nichts als Einzelperson, oder? Also das ist jetzt nur der Idealfall, im Stimmen. Also normalerweise hast du das Problem, dass du sowieso nicht alle erreichst und sich alle eine Meinung bilden, weil die sowieso keine Zeit dazu haben, sondern halt immer nur Grüppchen. Ja, und die Grüppchen bilden sich natürlich wieder aufgrund von Interessensgruppen etc. Aber das ist irgendwie ein Problem, oder? Weil dann hast du halt... Wie würdest du denn nach deinem Modell dann überhaupt Diskriminierung bekämpfen? Nach meinem Modell musst du erstmal definieren, was Diskriminierung überhaupt ist. Ja, also wie gesagt... Ich bin davon ausgegangen, dass wir schon sowas wie eine Arbeitsdefinition von Diskriminierung haben, weil ich keine Lust hatte, das jetzt zu definieren. Ja, Moment, aber die Post-Privacy propagiert doch quasi das als die Lösung der Diskriminierungsprobleme. Also ist doch da, sind doch, ist doch da. Ich habe seine Frage im Kontext nicht verstanden, was für einen Sinn die da macht. Ich habe ja seine Frage nur nicht beantwortet, weil er hat gesagt, im besten Fall gibt es keine Diskriminierung mehr. Ja, Moment, es gibt in beiden Fällen keine Diskriminierung. Entweder es ist Gesetz und man darf es halt nicht tun, dann ist es keine Diskriminierung, sondern dann ist es halt nur ein Straftäter, der etwas Böses tut. Ja? Oder, aber es kann ja auch eine Straftat, kann ja trotzdem Diskriminierung sein. Nein, aber nehmen wir mal einen Extremfall. Ja? Irgendeiner geht hin und sagt, ich werde diskriminiert von der Polizei, weil ich bringe gerne Kinder um, und das haltet ihr denn davon?
Warte. Was für ein Beispiel? Das ist wirklich ein sehr geeignetes Beispiel. Ja, ich brauche irgendein Extrembeispiel, was nicht irgendwie... über Diskriminierung Nein. Ich brauche irgendein Extrembeispiel, ja? So, weil alles andere ist halt, haben wir mittlerweile schon abgefrühstückt oder ist noch so extrem, dass wir nicht darüber nachdenken oder. So. Ich glaube, das ist so ein sehr seltsames Bild. Wir könnten ja sowas nehmen wie Ehegattensplitting und das Recht von heterosexuellen Zweiraten, was da sind wir aber doch eigentlich schon mittlerweile durch. Homosexuell verwehrt wird. Die Ehe wird den mittlerweile noch nicht mehr erwähnt, zumindest rechtlich nicht. Wo lebst du? Du kaperst den Thread. Du kaperst den Thread. Genau. So, und meines Wissens nach, vor dem Gesetz ist es erstmal erlaubt. Das ist in Kirchen nein, nicht erlaubt. Nicht. Nein. Da kommt ja auch von Hölzchen auf Marienglöckchen. Ja. Vielleicht wohnst du nicht in Deutschland, sondern irgendwo in irgendeinem Staat in den USA, aber. Können wir zurück über Post-Privacy sprechen? Wir reden über Post-Privacy. Ihr möchtet gerne du verschärfst gerade die Argumentation dadurch, dass du irgendwie ein Beispiel nimmst, weil du einfach sein Beispiel nicht akzeptierst und ein anderes reinstellst, wo du dir mehr Diskussionen in deinem Sinne erhoffst, oder? Ja, stimmt. Genau. Hallo, er hat gerade zwei Threads. Er kann es kriminieren. Das könnte von Kindern gehen. Hitler! Das ist doch genau der Punkt. Du hast vorhin gesagt, Ihre Aufgabe ist heute. Ja? So. Und es geht ja gar nicht darum, du sagst jetzt, das töten können, dann sag ich, ja, der hat einen genetischen Defekt, der kann da nichts zu. Ja? So, und dann sagt er, ich werde jetzt diskriminiert, deswegen. Tut mir leid, ich kann das nicht ändern. So, bam. So, dann hast du dein Beispiel. Oder überhaupt, neben irgendeinem psychischen Schaden oder irgendeinem genetischen Schaden, wo dann halt gesagt wird, der ist halt irgendwie prädestiniert dazu, zu morden, weil der ist halt irgendwie nicht in der Lage, sich in einer... Das Beispiel hängt, weil das eine Freiheit von jemand anderem verletzt. Das sollte man häufiger in der Zeitung reden und mehr über Post-Privacy. Krass, dann hast du nicht mal einen extra Strom. Außerdem spielt das auch gar keine Rolle. Da ist ein Karton. Selbstverständlich, das ist vollkommen in Ordnung, dass du die Freiheit anderer verletzt. Eine Folie ist auch weiter oben, da muss dann die Stecker sein. Genau. Aber das ist nämlich die Definition, das ist nämlich das Problem. Wenn du jetzt sagst, der sagt, das ist Diskriminierung, dann muss die Gesellschaft entscheiden, ob es Diskriminierung ist oder nicht. Und wenn es nicht Diskriminierung ist, dann ist es Gesetz, dass man es nicht tut. Ja, cool, dann hast du die Diskriminierung abgeschafft, aber dann hast du am Ende nur noch einen Gesetzestext, den alle befolgen müssen. Ja, weil sonst ist es nämlich, du hast gegen unseren Konsens verstoßen. Und ich glaube, wir kann niemand mehr folgen. Also ich habe ihm schon mal anfangen noch mal. Nicht Bonuspunkte. Nochmal. Also, ist ja egal, weshalb du dich diskriminiert wirst. Ja, du wendest dich an alle Menschen. So, alle Menschen kommen hin, stimmen darüber ab. Ist das Diskriminierung? Ja, sollte das so sein oder sollte das nicht sein? Sagen wir mal, es ist eine binäre Entscheidung. Ja, und die stimmen darüber ab und dann sagen die entweder, ja, das ist Diskriminierung, dann schaffen sie es ab, weil es sind nämlich die Mehrheit und werden dann halt Einfluss nehmen auf die andere Gruppe, die das tut. Ja. Um das halt zu verringern. Das heißt also, die Diskriminierung wird zurückgehen auf null. Oder aber sie sagen halt, nö, dass du da fühlst, dass du dich diskriminiert fühlst, ja, das ist überhaupt keine Diskriminierung, bist du eigentlich doof, ja, Kinder umbringen ist nicht in Ordnung, und das ist auch keine Diskriminierung, du Idiot. Und dann ist es halt gesetzt, dass du es nicht tust. Dann hast du zwar per Definition Diskriminierung abgeschafft, aber deswegen ist es ja immer noch nicht eine freie Gesellschaft oder sonst irgendwas. Was ist denn da eine freie Gesellschaft? Denn willst du dem dann erlauben, die Kinder umzubringen? Ich verstehe einfach nicht, worauf du hinaus. Was du ja sagst, ist, dass irgendwie hinaus, die Öffentlichkeit dass irgendwie besser ist als die Einzelnen. Und die Öffentlichkeit kann genauso ein Arschloch sein wie alle anderen Einzelnen auch. Das geht ja nicht um das war nicht mein Punkt, nein. Es ging ja nicht um die Kinder umbringen, sondern dass er deswegen diskriminiert wird. Darum ging es. Es ging um die Definition von Diskriminierung. Aber das ist jetzt auch ein Thema. Also sozusagen, das ist eigentlich schon wieder eine Metaebene, weil das, was du da ansprichst, ist die Frage, wie treffen wir Entscheidungen? Ne, natürlich ist die Masse dumm und die Masse hat keine Ahnung und die Menschheit, alle Menschen können in die falsche Richtung laufen und ein einzelner Diktator könnte alles richtig machen. Aber das ist im Prinzip ein anderes Feld. Momentan sind wir sozusagen, also ne, momentan müssten wir vielleicht annehmen, dass wir qua Demokratie oder so davon ausgehen, dass die Mehrheit die Welt so gestaltet, wie man das machen will. Sein Ansatz war doch, dass wenn sich jemand diskriminiert fühlt, er sich an die Öffentlichkeit wendet, die das erkennt und einwirkt. Nein, das habe ich nie gesagt. Das ist doch voll. Ich habe gesagt, nochmal. Menschen werden diskriminiert. Faktum. Ja, das habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, wenn wir eine Öffentlichkeit haben, in der diskriminiert wird, dann ist das nicht gut. Also wollen wir irgendwie eine Öffentlichkeit schaffen, in der nicht diskriminiert wird. Also brauchen wir Menschen, die Diskriminierung in der Öffentlichkeit ansprechen.
Ja, aber dafür muss ja erkannt werden und dafür muss ja eine Definition von der Diskriminierung. Es gibt eine Definition von Diskriminierung. Ja, aber wer legt denn das fest? Es ist jetzt, um nochmal auf den Begriff Neger zurückzukommen. Ich muss das jetzt mal anschneiden. Vor sehr vielen Jahren war dieser Begriff... Der galt, jetzt hört mal zu. Vor sehr vielen Jahren galt dieser Begriff als die Bezeichnung der Hautfarbe, Neger, ja? Dann ist jemand auf die Idee gekommen, hat gesagt, oh, das ist Diskriminierung, wir dürfen jetzt Neger nicht mehr sagen. Und plötzlich hat die, geschichtlich ein bisschen anders. Keine Ahnung, lass mich mal ausreden. Da hat sich die Gesellschaft hingesetzt und gesagt, wir sagen ab heute, das ist Diskriminierung, waren sich alle einig und seitdem ist es Diskriminierung. Also hat es die Gesellschaft festgelegt und nicht die Leute, die selber schwarz sind. Du hast die Sache mit Hitler vergessen. Das spielt doch auch keine Rolle erstmal. Wir sind jetzt auch völlig abgedriftet. Wir wollen jetzt eigentlich nicht so sehr über Ursachen und Definition von Diskriminierung diskutieren. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Diskriminierung passiert und dass sie irgendwie definiert ist und dass diese Definition sich möglicherweise verändern kann. Aber es ist völlig unerheblich in der Debatte um Post-Privacy. Okay, Krankendaten. Das diskutieren wir über Krankendaten. Du musst den Dan B reinholen. Dan B! Der hat irgendwas zu sagen. Ich werde diskriminiert. Weil mein Bedürfnis nach einer Definition. Ich will unterdrückt. Will da irgendjemand? Simon, damit muss man leben. Der Dan B soll reinkommen. Warum? Weil er eben was zu den Krankendaten gesagt hat. So. Öffentlichkeit und Krankendaten. Beratteil. Das war den Harry Potter wieder. Oder sollen wir die Diskussion hiermit beenden? Ich hätte noch einen Metapunkt, aber der ist nicht so richtig wichtig. Ja, dann bringe ich das an. Ja, ich habe vielleicht noch so gerade gedacht, also ich denke, dass. Vollständig. Schon irgendwie, also wenn man sich als, also ich hatte bisher jetzt auch immer so Post-Privacy verstanden, eben, dass man diese ganzen positiven Effekte der Öffentlichmachung und dass es eben nicht diese Räume für Repression gibt oder eben so dunkle Rollen, in denen weiß ich nicht, was stattfindet, also dass man das positiv darstellt und dass man die Büchse der Pandora eigentlich nicht mehr so weit wieder schließen kann und dass man da eine gewisse Akzeptanz oder dass man sich dieser positiven Entwicklung oder Evolution der Technologie öffnen sollte und das eben positiv auch bewerten sollte. Und ich denke, aber sofern man sich als Opfer fühlt, also es könnte ja auch sein, dass man persönlich, also sich eher als Opfer von diesem Post-Privacy-Konstrukt oder beziehungsweise der ganzen Internettechnologie sieht und da denke ich schon, dass dann Schutzmechanismen oder Schutzräume gibt, auch vielleicht offizielle oder gesetzlich verankerte, wo man dann eben doch, wie Tim das vielleicht auch so ausgeführt hat, eben so eine Rücknahme der Daten oder dass man so sagen kann, ich bin jetzt in einer Position, wo ich doch irgendwie diskriminiert werde, wo die Öffentlichkeit, also wo dieses Öffentlichkeitsprinzip auch nicht hält, also wo vielleicht eben nicht diese Gruppendynamik stattfindet, in der ich dann als Opfer auch erkannt werde und wo ich Schutz durch die Öffentlichkeit genieße oder es dann wiederum Gruppen gibt, die mich, sondern ich fühle mich persönlich als Opfer und dann denke ich schon, dass es solche Schutzräume geben muss und auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht eben doch Rücknahmemöglichkeiten, dass ich mich sozusagen doch wieder rebooten kann oder so. Und das andere ist halt zur Transparenzdebatte, dass ich denke, also diese Nachvollziehbarkeit, ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man in Bezug auf Transparenz, also das eine ist eben so vielleicht auch Medienkompetenz, dass man aber auch so die Unternehmensseite, dass man da mehr Transparenz, also zumindest ansatzweise schaffen sollte. Überhaupt eine Idee davon, wie können meine Daten verknüpft werden, wohin gelangen sie überhaupt, eine Nachvollziehbarkeit auch irgendwie. Also ich denke, also ich hatte bisher, wie gesagt, diese Post-Privacy-Debatte so verstanden, es sind Entwicklungen, die kann man sowieso nicht mehr aufhalten. Als Einzelner hat man da auch wenig Einflussmöglichkeit. Also mache ich am besten mit und hoffe darauf, dass aus diesem ganzen positiven Öffentlichkeitsmachen sich wiederum solche Selektions- oder Schutzeffekte entstehen, die der Intelligenz der Massen oder so geschuldet sind. Auf der anderen Seite denke ich halt, dass eben, wie gesagt, das schon wichtig ist, wenn ich bei Facebook oder irgendwo irgendwelche Datenrichtlinien unterschreibe oder Geschäftsbedingungen, dass für mich irgendwie erkennbar ist,
zumindest ansatzweise, was wird damit überhaupt gemacht, was könnten potenzielle Gefahren, Rückwirkungen auch in zeitlichen unüberschaubaren Abschnitten sein. Also dass man so ein bisschen mehr doch eine Kontrolle wiederum gewinnt, nicht nur darüber, dass man sich auf die Intelligenz der Massen oder eine Gruppendynamik verlässt, sondern dass man auch selber so ein bisschen bewusster damit umgeht oder auch so ein bisschen, wenn ich irgendwelche Datengrundsätze unterschreibe, also dass Firmen aufgefordert werden, einfacher und transparenter zu machen, wie mit den Daten umgegangen wird, und das andere ist vielleicht eben auch so eine Art, wo passiert eine Anonymisierung der Daten im Sinne zum Beispiel von Fortschritt oder medizinischer Auswertung und wo bleiben die eben personenbezogen. Also ich glaube schon, dass man irgendwo doch Kontrollmechanismen und auch Transparenzmechanismen braucht, nicht nur für einzelne Personen, sondern auch für Unternehmen, dass man besser auch, weil man ja auch Unternehmen eine Vertrauensaussprache ausspricht, wenn ich sage, ich beteilige mich an Facebook. Viele denken ja, Facebook ist das Heilmittel schlechthin, aber dass man eben, also so denke ich schon, also dass man aber so ein bisschen eben transparenter, dass ich, wenn ich meine Vertrauensaussprache diesem Unternehmen, und natürlich haben die auch ein Produkt, so, aber dass ich trotzdem auch einordnen kann, was machen die damit, womit verdienen die ihr Geld, wohin gehen die Daten, wo werden die verknüpft, was könnte theoretisch ein Szenario sein. Also, du kommst sofort zu Wort. Nur zwei kurze Anmerkungen. Also, erstens, Transparenz von Unternehmen ist eine Geldforderung für Post-Privacy. Und zweitens, Anonymisierung von Daten, das wird uns der Lars sicherlich erörtern können, ist, wenn nicht komplett aussichtslos, dann doch sehr schwierig. Hallo. Ja, also, bevor ich auf diese wichtigen Punkte, die du angesprochen hast, Transparenz und Freiheit oder Selbstbestimmung der eigenen Daten, kurz eingehen, möchte ich erstmal noch Rüge aussprechen. Wegen das Wort Mega. Du kannst dir vorstellen, es ist wie ein Körper, der getreten, geschlagen, und jetzt ist er vernarbt. Ja, das ist, für die Lebenszeit ist das Wort erstmal vielleicht in 10 Äonen. Wenn wir schon längst tot sind, dann kann man das Wort vielleicht wieder gebrauchen. Es ist negativ besetzt und du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich verstehe das in diesem Sinne oder im anderen Sinne, weil es einer Konvention einfach entspricht, das in einem negativen Sinne zu verstehen. Und da kannst du natürlich die ganze Zeit dagegenhauen, aber du wirst dann in eine Ecke gestellt. Ja, und die zweite Rüge spreche ich natürlich denen aus, die einfach rausgegangen sind und so laut gelacht hat, dass man sie da drinnen natürlich auch immer noch gehört hat. Das ist eine asoziale, im Sinne von asozial, eine asoziale Diskussionskultur. Das gehört nicht dazu. Ja, und das wird, wenn wir so weiter uns benehmen, auch die Gemeinschaft eines Hacking Spaces ganz einfach auseinandernehmen. Und es ist nicht nur schade, es ist ungemeinschaftlich, also auch wiederum asozial. Jetzt zu dem, nein, du musst mich ausreden lassen, das ist nämlich Diskussionskultur. Kultur. Jetzt aber zu dem eigentlichen Gesprächsthema. Die Frage, die Selbstbestimmung über die eigenen Daten, habe ich mit Hybris auch schon lange klamüsert, und ich rette mich dann immer zurück an Bau Holland, der dann zur Hackerethik den Satz angefügt hat, öffentliche Daten nutzen und private Daten schützen. Die Frage ist natürlich, wenn die privaten Daten erstmal öffentlich sind, wie weit kann man sie selber noch schützen? Ja, wenn sie halt durch Firmen zentrale Kommunikations- oder Social Services-Dienste kapitalisiert werden, also da macht man Geld draus, dann müssen wir uns sicher sein, das kannst du nicht mehr schützen. Alles, woran man Geld draus machen kann, hat einen ganz anderen Anreiz, einen ganz anderen Verwendungszweck, als die eigentliche Person, die selbstbestimmt agieren möchte, das hat. Das sind ganz verschiedene Anreizsysteme. Ich persönlich denke, dass die eigentlich einzige Möglichkeit, da wieder rauszukommen, nicht der große Clash ist, wie Lars ihn prophezeit, sondern dass wir langsam und Schritt für Schritt einfach diese ganzen konzentrierten Kommunikationsstrukturen und Server dezentralisieren. Wie, weiß ich nicht. Ich bin auch nur Wirtschaftsinformatiker. Aber es scheint für mich eine Möglichkeit, oder generell, weil sich sehr vieles dezentralisiert, alles wieder auseinanderzieht, weil es jetzt möglich ist, dank der Technik, ja, dank der IT, ist es möglich, Sachen jetzt wieder zurückzugeben in die Leute, die es betrifft. Ja? Also flache Hierarchien. Hoffe ich einfach, dass das auch dieses Problem löst, ohne dass es zum großen Knall kommt. Und ich möchte jetzt R. Hemming zitieren, der gesagt hat, the purpose of computing is insight, not numbers. Und deswegen, zurück zum eigentlichen Punkt, dass die Dezentralisierung von Kommunikationsstrukturen durch die IT uns eine Einsicht gibt, in was auch immer. Ja, wir benutzen Computer, um eine bessere Einsicht zu haben, in unsere Selbstbestimmtheit der Daten. Aber es ist nicht, um irgendwelche Zahlen zu generieren und zu abstrahieren oder Geld zu machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wollte noch kurz was zu deiner Rüge sagen. Nein, die musst du zur Kenntnis nehmen. Das ist die Rüge. Ja, ich muss darauf antworten können. Ich möchte mich dazu verteidigen können und sagen, also ich benutze
Hier! Ja, asozial. Ich habe das Wort nicht benutzt, weil ich es gerne benutze, sondern ich wollte dadurch halt verdeutlichen, ja, wie Menschen festlegen, was Diskriminierung ist und dass es einzelnen Personen nicht gegeben ist, selbst zu sagen, ob sie sich diskriminiert fühlen durch etwas oder nicht. Sondern die Gesellschaft legt an sich fest und sagt, wir sagen, das ist jetzt Diskriminierung, weil die Mehrheit sich einig ist. Damit erkläre ich die Diskussion über Diskriminierung für beendet. Ich mag nur einen. Die Rednerliste ist noch nicht zu Ende. Ich bin der absolutäre Sage dazu. Du hast 5 Minuten. Gib deinen Kommentar. Komm. Ja. Ich möchte erstmal dem Nanook danken. Ich möchte einfach verweisen auf den Blog von Anatol Stefanovic im Sprachblog. Der setzt sich A mit der Herkunft des Wortes Diskriminierung auseinander, B erklärt er, was Diskriminierung bedeutet, und C gibt es auch Blogbeiträge von ihm, die erklären, warum man das Wort Neger nicht benutzen sollte und warum es diskriminierend ist. Ich denke, lesen sollte einigen Leuten hier nicht schaden. Oh, das ist wieder überheblich. Also. Das ist scheißen schwierig, sowas nicht zu machen. Da muss man auch, also ich meine, das Ding ist, diese Sache mit dem Respekt und dem Hin und Her und Soziales, das ist scheißen schwierig, das muss auf allen Seiten irgendwie immer so ein bisschen, wie hat das jetzt gemeint, gehen wir mal davon aus, dass das gut gemeint hat. Also ich meine, sonst holt das jetzt nur. Dann können wir uns den ganzen Tag darüber unterhalten, wie wir uns jetzt scheiße ausgedrückt haben. Das nennt man dann wissenschaftliche Ausarbeitung, da kann man sowas machen. Darf ich, oder? Ja. Okay, nur mal so sozusagen, um so ein bisschen, ich versuche mal, ich bilde mir mal ein, ich könnte Credibility darauf hauen. Das stimmt tatsächlich in einer gewissen Weise, ist das mit der Anonymisierung kein ganz triviales Pflaster. Sieht man unter anderem daran, dass wir seit 30 Jahren daran arbeiten und dass wir immer noch nicht wissen, was Privatheit eigentlich ist und kein Maß haben. Wer sich das irgendwie angucken will und Literatur braucht, ich kann euch totwerfen. Das Letzte, was es sozusagen im Bereich Datenbank-Anonymisierung gibt, was so grob das Hauptding ist, womit man sich beschäftigen sollte, wenn man sich angucken will, wie sozusagen Daten von Personen anonymisiert werden können oder wann sie anonymisiert betrachtet sind, ist die Arbeit von Cynthia Dwork. Die hat Epsilon Indistinguishability als Maß definiert. Das ist meiner Meinung nach so das Letzte, der letzte große Wurf. Das ist schon wieder so theoretisch, dass man es fast verwenden kann. Cynthia, wie nochmal bitte? Cynthia mit C am Anfang, Dwork, Dwork. Danke. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Sie hat ein sehr schönes Beispiel am Anfang des einen Papers. Das ist das Paper, was sie geschrieben hat, nachdem ihr ein paar Leute erzählt haben, dass es zwar brillant ist, aber es wirklich keiner versteht und dass die anderen tatsächlich einfach, also nicht dumm sind in dem Sinne, aber dass sie einfach sehr klug ist. Da hat sie nochmal ein neues Paper geschrieben, das kann man lesen. Was war das andere? Den Dijkstra-Preis hat sie gekriegt. Was wollte ich zu dir sagen? Ja, ja, die ist gut. Dass ich gut aussehe? Nee, ich hab's vergessen. Es wird clashen? Wird clashen? Nee, ich hab's vergessen. Ist auch egal. Wollen wir die Krankendatendebatte anstoßen? Ist ein interessantes Forschungsgebiet nebenbei und sehr diplomatisch. Der Dambi hat... Dambi? Was? Du hast eben bei Thema Krankeninformationen einen Einwand, das wolltest du noch näher... Ich weiß wieder. Ja, was? Die Bemerkung zu seinem... also zum einen, ich hasse es natürlich, wenn ich Leute, die gerade mit mir dezentrale Netze bauen, irgendwie vom Kopf stoßen muss, was ihre Hoffnungen angeht, aber... auch du, Carsten, wirst dich vermutlich an die Frau mit den furchtbar bunten Folien mit dem Hintergrund erinnern und die drei Bereiche, die drei Methoden des Datenschutzes, Kontrolle, irgendwas und diese prozedurale Sache. Es gibt eine ganz lange Diskussion, wie man sowas schützen kann, wie man sowas am besten schützen kann und so weiter. Dieser dezentrale Ansatz, der setzt natürlich nur auf einem Kontrollansatz an. Die prozedurale, die etwas neuere Idee, ich sage nicht bessere Idee, weil das sind alles Sachen, die man machen kann, geht in die Richtung, dass man Datenschutz nicht mehr in dem Sinne betreibt, dass man versucht, möglichst Daten irgendwie zusammenzuhalten, weil das hat Karl ja auch ganz gut gesagt, das geht im Prinzip nicht. Es kann immer jemand irgendetwas über mich veröffentlichen, es kann wahr sein, es kann falsch sein, aber insbesondere kann es halt auch wahr sein. Und das einzige Falsche daran ist, dass ich nicht wollte, dass es veröffentlicht ist. Das heißt, wenn wir das eigentlich technisch nicht unter Kontrolle kriegen können, ist der neue Ansatz, dass wir versuchen, technische oder auch soziale Maßnahmen zu erschaffen, die mir sozusagen einen Prozess ermöglichen, dass ich zum Beispiel eine Art Wechselseitigkeit habe. Wenn jemand etwas über mich sagt, dann bekomme ich das mit. So, und dann kann ich darauf reagieren. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich irgendwie nackt am Fenster stehe
dann bekomme ich mit, dass ich gerade ein Privatheitsproblem habe, weil ich sehe, dass sich draußen 100 Leute versammeln. Dann denke ich, okay, mache ich wieder den Vorhang zu. Ich kann darauf reagieren. Sprich, wir gehen weg von dem rein, niemand darf diese Daten kennen, hin zu einem bisschen mehr sozialen Ansatz, wir können auf solche Daten reagieren. Das fasst dann unter anderem ein, dass ich einen Widerspruch losschicken kann und sagen kann, ich bin übrigens die Autorität, ich weiß, wie viel Pickel ich habe. Ne? Ist mir zwar scheißegal, wer jetzt, dass ihr da die ganze Zeit sagt, ich hätte 100, es sind eigentlich 102. So. Ne? Und glaubt meinen Daten, nicht den anderen, weil ich kann täglich zählen. So. In die Richtung gehen sozusagen neuere Ansätze. Da sind leider die dezentralen Sachen ein bisschen weit von weg, die passen eher in das Kontrollfeld. Geheimhaltung war das andere. Was muss er denn machen? Handy. Was? Krankendaten. Achso, ja, ich glaube nur, dass. Was für Daten oder um was für Gespräche oder sonst was es sich handelt, dass es auch die Intimsphäre stark berührt oder nur Teil dieser ist. Achso, es war gar kein Nicht-Privatsphäre, sondern es war noch stärker als Privatsphäre. Ja, ich hätte ja vorher extra gesagt, dass ich das im Verlauf des Vortrages weitgehend synonym verwende. Und darf ich mal, kannst du mal sagen, was dein Punkt nochmal war mit den Krankendaten? Das, das war die Entgegnung auf das Argument, dass das vorausgreifende Veröffentlichen von privaten Informationen möglichen Angriffen die Munition nimmt. Und das sehe ich im Fall, also im speziellen Fall von Krankheitsdaten und auch in anderen Fällen, nicht gegeben. Ja, genau. Also mein Gedanke war da, dass gerade für dieses Gegenargument die Krankendaten so ziemlich ein ganz schlechtes Beispiel sind, weil gerade Leute wie Jeff Jarvis haben halt dadurch, dass sie ihre Krankheitsgeschichte öffentlich gemacht haben, den Zuspruch erfahren und sind halt da so zu der Post-Privacy gekommen und so zum Befürworter geworden. Also gerade diese Krankendaten ist da also mal ein explizites Beispiel dagegen eigentlich. Nee, da kommt eine andere Sache mit rein, die ich gar nicht angesprochen habe, die ich eigentlich ansprechen wollte. Und zwar, dass wir uns bis jetzt in der ganzen Debatte eigentlich nur auf den sozialen Raum, auf den zwischenmenschlichen Raum beschränkt haben. Und da sind im Prinzip noch gar nicht zum Beispiel Aspekte die Rolle von Unternehmen in dem Ganzen zum Beispiel. Nicht nur das, aber Unternehmen haben halt andere Zielsetzungen als Privatleute. Privatleuten kann man immer noch irgendwie Gutmütigkeit unterstellen und da kann man auch immer Anekdoten finden, die solche positiven Effekte irgendwie zur Schau tragen. Aber bei Unternehmen, also das Missbrauchspotenzial in dem Fall bezog sich halt eigentlich eher auf Unternehmen. Das heißt explizit, du glaubst jetzt, dass du mit der Veröffentlichung deiner Krankheitsgeschichte möglichen Angreifern, die dich irgendwie verletzen wollen oder so, den Wind aus dem Segel nimmst. Aber weil die Daten öffentlich sind, kann zum Beispiel deine Versicherung die einsehen. Informationen, die sie normalerweise nicht hätte und auch nicht bekommen oder haben darf, die unmittelbar gegen dich verwendet werden können. Und zwar nur, weil sie öffentlich sind, egal wer sie öffentlich macht. Aber das ist auch wieder so ein Ehrlichkeitspunkt. Nein, nein. Also ich meine, dass du jetzt die Krankenkasse nicht übers Ohr hauen kannst, indem du halt verschweigst, dass du Herzinfarktrisiko 10 bist. Im Moment. Nein. Du willst ja, ob die Krankenkasse daraus Konsequenzen zieht, dass sie jetzt da aus irgendwelchen Fällen etwas über dich erfahren hat. Nein, die Frage zum ist Beispiel, da... Zum Beispiel dich in eine andere Klasse einstufen oder was weiß ich. Also, ja, aber das ist doch eigentlich dann ehrlicher. Da hast du ja quasi die ganze Zeit die Krankenkasse betrogen. Nein. Du hast nicht die Krankenkasse betrogen. Das ist, die Krankenkasse hat kein Recht, diese Informationen zu haben. Und die hat auch kein Recht, dich auch anhand von illegitimen oder überhaupt Informationen darüber irgendwie anders zu behandeln. Das ist genau der Punkt. Es fördert nämlich eine Ungleichbehandlung aufgrund der faktischen Daten, klar. Es ist ein Faktum, dass manche Leute irgendwie tatsächlich nicht arbeiten wollen. Wenn die das öffentlich machen und jetzt die Sozialversicherung hergeht und sagt, ja, der will doch gar nicht arbeiten, warum zahlen wir dem dann Arbeitslosengeld? Das ist genau
das ist quasi eine Verletzung der Grundsätze, der Menschenrechte und der Grundsätze des Sozialstaats. Aber ist das nicht eigentlich Systemkritik? Nein. Ist das Problem an der Stelle, dass die Daten potenziell so verwendet würden, ja, wenn sie öffentlich wären. Das Argument kannst du aber überall anbringen. Und nur weil du jetzt in der Idealvorstellung davon ausgehst, dass die Daten sollten ja nicht für sowas verwendet werden und das System ist eigentlich kaputt, klar. Aber das ist immer noch kein Argument für die Veröffentlichung von diesen Daten. Beziehungsweise du musst dich halt auch vor dem Hintergrund dieser Realitäten ernsthaft, also die musst du ernsthaft in diese Debatte mit einbeziehen. Ja, das ist klar, aber jetzt, was heißt das denn jetzt? Heißt das, dass man diese Daten nicht veröffentlichen darf über sich, seine Krankheitsdaten? Nein, das war ja nur eine, also natürlich darfst du es veröffentlichen, klar. Das Argument war, nur als, also Entkräftung dieses Arguments zu sagen, nur weil ich etwas vorgreifend veröffentliche, schütze ich mich vor Angriffen. Und das sehe ich halt in einigen Fällen nicht gegeben. Ich kann natürlich immer noch was veröffentlichen, aber dann gehe ich halt das Risiko ein, dass ich damit Benachteiligung erfahre. Weil die Daten öffentlich sind, nicht weil sie jemand anderes als ich öffentlich gemacht hat. Ich finde, du benutzt an dieser Stelle irgendwie das Beispiel, das gerade passt, um zu sagen, das geht nicht in diesem Fall. Aber das ist halt, es geht halt nur in manchen Fällen, kann man sich vor Angriffen schützen dadurch. Aber ich finde, vor Angriffen schützen ist auch ein dämliches Argument für Post-Privacy, ehrlich gesagt. Ja, mehr wollte ich damit auch gar nicht sagen. Aber ich meine, vor allem so Krankendaten sind halt aus ganz anderen Gründen irgendwie für Post-Privacy, also ist vor allem ein Punkt von Kontrollverlust. Weil man einfach nicht kontrollieren kann, ob solche Daten nach Hause gelangen oder nicht. Doch, bislang hat das immer ganz gut funktioniert. Ja, aber ja, bislang hat das ganz gut funktioniert, das stimmt. Also und bis und vor dem Internet hat sowieso meiste hier gar keine Relevanz. Ja, schon klar, aber auch in den Zeiten des Internets hat das bislang ganz gut funktioniert. Ich kenne Leute, die haben ihre kompletten DNA-Daten im Prinzip online hochgeladen. Ja, freiwillig. Also das ist ja. Ja, aber ihre Eltern haben theoretisch rechtlich gesehen kein Mitspracherecht. Ja, okay. Also aber auch die haben ihre Eltern gefragt. Ist auch wieder ein Sonderfall, der deiner Argumentation hilfreich ist. Ja. Was? Was? Du könntest recht haben, lass uns über was anderes reden. Man geht auch nicht. Das wird ein langer Podcast. Es geht mir ja auch gar nicht darum. Also natürlich ist Datenschutz, ich finde Datenschutz ist extrem wichtig in unserer heutigen Gesellschaft, aber das ist ja auch gar nicht der Punkt von Post-Privacy. Wie ich sie verstehe. Jeder hat ja seine eigene Definition davon. Also da ja, was mich zu meiner Metakritik bringt. Da will ich gerne nochmal... Was ist deine Definition von Kritik? Was mich zu meiner Metatrollerei bringt. Zuerst nochmal eine Nachfrage, weil du hast vorhin gesagt, dass teilweise wenn man die jetzt mal unter einer Haube zusammenfasst, was wahrscheinlich schon der erste Fehler ist, Post-Privacy Proponenten gebracht wird, ist, dass Post-Privacy sowieso widersprüchlich ist. Das war nicht meine Aussage. Nein, das wollte ich dir auch nicht unterstellen. Das war irgendwie ein Zitat von diesem MS mit den vier Buchstaben da. MS Pro. Ist das irgendwie, begegnet man dem häufiger oder ist das... Ja, also das ist einer der wenigen, die sich auf mehr oder weniger wissenschaftlicher Basis mit der Frage, also der ist Kulturwissenschaftler? Bist du da gestanden? Mhm. Tschüss. Und der beschäftigt sich halt quasi aus einem wissenschaftlichen Interesse heraus mit diesen Fragen Gesellschaft und Internet. Und versucht sich da so ein bisschen systematisch daran, dem Thema. Und das ist ja auch so ein Problem dieser Post-Privacy. Es sind im Prinzip nur vier Leute, die da wirklich aktiv sich Gedanken zu machen. Oder, also aktiv Gedanken, den meine ich jetzt mit. Die sich dranhängt oder so, mit wirklich irgendwie was ausformulieren, Texte schreiben, Blogartikel, sich Gedanken machen, miteinander diskutieren. Ja. Ist nach meiner Wahrnehmung. Natürlich gibt es mehr, die sich dafür interessieren, aber so an der aktiven Kommunikation und aktiven Gedanken sind es eher weniger. Aber das finde ich ja, zählt gerade nach. Es ist vier, die sich wirklich, das ist schon. Das ist halt.
Ich muss sagen, mich erschreckt das so ein bisschen, dass jetzt ausgerechnet von jemand, der sich da doch dann anscheinend intensiver damit beschäftigt, dann so eine Aussage kommt, wie von wegen, ja, ist so oder so wieder in sich widersprüchlich, weil das ist ja so eine Art Selbstimmunisierung gegen Kritik. Das würde ich jetzt auf die Persönlichkeit von dem Herrn schieben, weil er sehr provoziert gern. So, ja, das ist, ich würde diesen Satz einfach ignorieren. Also, ja. Das ist auch einer, der sich wirklich hinstellt und sagt, er fordert die Abschaffung des Urheberrechts. Einfach, damit es jemand tut. Ja. Also, er provoziert halt gern, um halt auch eine Debatte anzustoßen. Ja. Und was ich aber noch sagen wollte, um auch so ein bisschen historisch ein bisschen ranzugehen, ist, dass diese, nach meiner Wahrnehmung, diese Post-Privacy aus einer Situation entstanden ist, dass der Datenschutz so ein Killer-Argument war eine Zeit lang. Dass man irgendwas machen wollte und dann kamen Leute, ja, hier, aber Datenschutz, und dann war sofort die Debatte beendet und das machen wir nicht. Und dass die einfach mal die Gegenposition einnehmen und sagen, und da hat man deswegen auch datenschutzkritisch sagen, okay, vielleicht ist das jetzt nicht das Totschlagargument, vielleicht ist es ja doch eher positiv zu sagen, wir ignorieren oder dämmen mal den Datenschutz ein und machen das mal. Vielleicht hat es ja eher positive Wirkungen. Und das ist, also ich kenne eigentlich keinen, der wirklich sagt, Datenschutz abschaffen und warum überhaupt nicht. MS Pro hat das sicherlich mal gesagt. Aber diese 100% doch Datenschutz abschaffen ist gesagt worden auf jeden Fall. Ja. Das ist einfach hinter dir winkt einer. Ja, ich wollte kurz aufs Klo, wenn ich darf. Aufs Klo? Nee, ich wollte mich nur für das Loslachen eben entschuldigen. Ich konnte die Situation, die Diskussion erschien mir in dem Moment nur derartig absurd, dass ich nicht mehr konnte und ich wollte lieber rausgehen, als ich wollte nicht, dass ihr mich hört. Also, Entschuldigung, nicht persönlich nehmen, bitte. No fight. Wo warst du gerade? Das Internet vergisst nicht. Das ist auch eine steile These. Ja. Da gibt es aktuelle Studien dazu, die zeigen, dass es so ganz und gar nicht der Fall ist. Also, gut, das ist jetzt anhand von öffentlichen Topics gezeigt worden, dass die erste Wahl von Obama schon 2 Jahre später irgendwie 75% des Contents verschwunden war. Und dass eigentlich gerade das Internet, also diese Studien haben so gezeigt, dass eigentlich gerade das Internet ein Medium ist, was vergleichsweise schnell vergisst sogar. Und die Daten halt gerade dadurch, dass man weitere Daten generiert, eher wieder herausgespült werden. Ja, ich meine, klick dich mal durch meine Facebook-Kanäle, dann wünsche ich dir viel Spaß. Nee, ist schon klar. Also das war auch nicht keine absolute Aussage. Also erstens, das sind 2 Punkte. Der eine ist, natürlich kannst du es vergessen machen, wenn du, also der Aufwand, wenn du eine Information explizit loswerden willst, die gerade von öffentlichem Interesse ist, ist es praktisch schon möglich. Beziehungsweise der Aufwand wird einfach unermesslich groß. Ansonsten, wenn die Information gerade nicht im öffentlichen Interesse steht, dann ist es zum Beispiel die Obama-Sache, ja. Die werden wahrscheinlich die ganze Information auf ihren eigenen Servern gehabt haben und eben haben die gesagt, die brauchen wir jetzt nicht mehr, nehmen wir sie runter. Punkt. Die hat niemand gemirrored, weil sie wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, nicht so relevant war. Bitte? Ganz egal, so, wenn ich sagen wollte, Archive.org hat ein extra Projekt dafür gestartet, gerade wegen der vollen Wahl von Obama die restlichen 25% zu sammeln. Ich möchte vielleicht auch mal die provokante These ins Spiel bringen, dass diese 25% dann nicht komplett auch irgendwann vergessen werden. Ja, dass viel archiviert wird, auch bewusst, ist klar. Das andere ist natürlich vergessen, also selbst wenn alles archiviert würde, ist es auch nicht unbedingt relevant, weil das Interesse an Daten einfach verloren geht. Beziehungsweise auch die Schwierigkeit, an sie heranzukommen, steigt mit der Zeit. Das heißt, das Vergessen ist vielleicht nicht auch ein absolutes Vergessen, sondern einfach nur, ja, im Prinzip wie beim echten Gedächtnis bei Menschen auch, dass die Informationen sind theoretisch erstmal noch da, aber es ist einfach, wird schwieriger, daran heranzukommen. Und das kann man quasi damit gleichsetzen. Aber das war auch nicht Punkt der Aussage.
Ich meine, es geht ja, wenn du sagst, das Internet vergisst nicht, dann sagst du das ja eigentlich nur, weil du in dem Moment an etwas denkst, dass du nicht veröffentlichen möchtest und so weiter. Also, ja, konkretes Beispiel dieser Nummer-Nummer-Guy, der halt so sein lustiges Video da halt gedreht hat, was er eigentlich nur für ein paar Freunde vorgesehen hat, da das aber jetzt für die Öffentlichkeit interessant oder lustig war, dass die halt das dann das kopiert haben, weiterverbreitet haben, etc., hat er dann Kontrollverlust und der hat dann ein Riesenproblem, das wieder rauszukriegen. Aber so meine alltäglichen Tweets, die ich schreibe, die halt nicht so dieses öffentliche Interesse haben, werden halt auch nicht gemirrored. Klar, da aber die Behauptung, dass du eigentlich die Problematik überhaupt erst spürst, wenn du etwas entfernen willst, was gerade relevant ist. Also du willst, du möchtest ja, also das Recht vergessen zu werden, wird ja erst dann relevant. Also du wirst ja überhaupt erst daran denken, wenn du gerade einen konkreten Fall vor dir hast. Und wenn du einen konkreten Fall vor dir hast, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass du die Daten bis entfernen kannst. Du kannst ja nicht vorher wissen, ne? Sonst das ist natürlich wir keine Marketing-Experten. Das ist natürlich auch genauso in der Gesellschaft oder ähnlich. Wenn du gerade irgendwas gemacht hast und dein Freundeskreis spricht darüber, wirst du es auch nicht vergessen machen können. Vergessen Zauber.